Das ist alles live. Fangen wir jetzt an? Welcome to Play 23. Herzlich willkommen zum Play Festival, auch von mir an dieser Stelle. Mein Name ist Heiko Wolf. Vielleicht kennt man mich schon von den anderen Speakers Corner der vergangenen Jahre. Ich finde es wieder ganz schön, das hier moderieren zu dürfen. Herzlich willkommen hier an die Zuschauenden, an das Publikum im Jupiter. Vielleicht auch an die, die vor den Geräten sitzen, nochmal einen tosenden Applaus, dass man das mitbekommt, wie viele hier denn eigentlich sind. Super. Genau, und auch alle, die vor dem Bildschirm eben gerade sitzen, kommt gerne vorbei, wenn ihr es möglich machen könnt. Heute ist ja, wenn ihr aus der Umgebung Hamburg seid, Feiertag. Wir haben noch lange geöffnet. Bis 19 Uhr gibt es die Ausstellung. Wir haben noch Workshops, an denen man teilnehmen kann. Und wir haben eben jetzt die Speakers Corner bis 18 Uhr mit ganz, ganz tollen Vorträgen. Hybrid, das heißt, wir haben gleich die erste Zuschaltung. Und aber wir haben auch Gäste, die hier vor Ort auf der Bühne sind. So viel erstmal von mir. Wir haben ein straffes Programm. Wir haben 8 SpeakerInnen. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele sich auch dieses Jahr wieder gemeldet haben, Beiträge hier eingereicht haben. Und als erstes beginnen wir mit Daniel Ziegener. Daniel ist uns jetzt über Discord zugeschaltet. Lieber Daniel. Hallo. Wunderbar. Genau, dein Thema ist Work Hard, Play Hard, was Atari mit Sexismus, Crunch und Mikrotransaktionen zu tun hat. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Lieber Daniel, die Bühne gehört dir und dann bleibt, das vielleicht noch zu erwähnen, gleich auch Zeit, dir im Anschluss Fragen zu stellen. Ihr könnt das im Twitch-Kanal machen, könnt da Fragen formulieren. Ihr könnt hier im Publikum natürlich auch eure Fragen stellen. Ich gebe das dann weiter an Daniel. Viel Spaß mit Daniel Ziegener. Und wer du bist, das hören wir jetzt. Das sage ich gleich. Vielen Dank. Ich gebe mir Mühe, die 15 Minuten auch straff einzuhalten. Kurzer Anfang. Das Jahr ist 1983, die Videospielindustrie auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das titelt zumindest die New York Times im Oktober. Video Game Industry Comes Down to Earth. Aus diesem Artikel ist auch dieses Zitat die Schlagzeile. Nimmt den berühmten Videogame-Crash des Jahres 84 vorweg. Den kennen vermutlich viele, die sich mal mit Videospielen beschäftigt haben. Atari soll damals tausende unverkaufte Videospiele in der Wüste von New Mexico vergraben und mit Beton übergossen haben. Und auch tausende Menschen verloren damals ihren Job in der noch jungen Industrie. 83 sah es also so aus, als wären Videospiele nichts, wegen dem wir 40 Jahre später eine Konferenz wie die hier machen. Aber das hat sich dann zum Glück doch anders ergeben. Work Hard, Play Hard ist das Thema meines kleinen Talks hier. Mein Name ist Daniel Ziegener. Ich bin Wirtschaftsredakteur beim IT-Magazin Golem.de, bin freier Journalist und leite das Minigames-Magazin Superlevel.de. Und mit der Geschichte von Atari habe ich mich vor ein paar Jahren schon mal für eine Dokumentation im Games-Podcast beschäftigt. Und seitdem ist mir die Geschichte von Atari immer wieder präsent geblieben. Nicht, weil ich ein großer Retro-Fan bin, sondern weil es so viele Parallelen zu entdecken gibt zu der Geschichte von dieser Firma, die in den 70ern die moderne Spieleindustrie mitbegründet hat und den Problemen, die die Branche heute noch hat. Und genau das möchte ich heute mal versuchen zu verbinden. Es gibt ein Zitat von dem Tech-Journalisten Paris Marx, mit dem ich einsteigen möchte. Und zwar sagt er, das wichtigste Werkzeug von kritischem Tech-Journalismus ist ein Bewusstsein dafür, welche Geschäftsmodelle hinter den Firmen stecken und wie die Geschichte der Industrie aussieht, über die man berichtet. Das finde ich ein ganz wichtiges Zitat eben auch zu dem, was ich gerade sage, dass es so viele Parallelen zu früher gibt. Die Krise von 1983, über die die New York Times geschrieben hat, ist lange her. Und heute wirkt dieser Videogame-Crash wie so ein Schluck auf in der Geschichte. Denn heute ist die Videospielindustrie größer denn je. Der Gesamtumsatz 2022 lag weltweit bei 182 Milliarden US-Dollar. Es gibt bis 2027 Vorhersagen von Analysten, die sagen, dann wird es eine halbe Billion sein. Die Videospielindustrie ist größer als Hollywood, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, etc. etc. Das sind die Phrasen, die man kennt. Videospiele sind 2023 aber vor allem in der Mitte der Wirtschaft angekommen. Denn wenn wir über Videospiele als Kulturgut reden, was ja auf dem Play Festival auch viel getan wird, muss man sich gleichzeitig auch immer mit so einer enormen Unterhaltungsindustrie beschäftigen.
Und da steht dann das Geschäftsmodell erstmal im Mittelpunkt. Die enormen Summen, von denen ich gerade gesprochen habe, die kommen historisch quasi von sprichwörtlichen Pfennigbeträgen. Als Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, während dem Studium Geld verdient hat, hat er das auf dem Jahrmarkt gemacht. Und irgendwie hat er dann der Legende nach seine Zeit im Computerlabor der Universität mit diesen Jahrmarktsbuden verbunden und dann Spielautomaten gemacht. Es gibt ein Zitat von ihm, da sagt er, wenn die Leute mir ein Vierteldollar geben, damit sie Milchflaschen umwerfen können, dann hatte ich meinen Job richtig gemacht. Und dieses geschäftsmännische Denken hat er dann eben in die Gründung von Atari einfließen lassen. Das allererste Spiel von Atari erinnert sich wirklich nur Retro-Nerds. Das zweite kennt wahrscheinlich die ganze Welt. Das war 72 Pong, als Automat, der in Kneipen in San Francisco und der Umgebung aufgestellt wurde. Und auch da gibt es eine wunderschöne Anekdote. Einer der ersten Pong-Automaten, die aufgestellt wurden, der wurde irgendwann von dem Kneipenbetreiber als defekt gemeldet und da stellt sich raus, es waren einfach zu viele Münzen in diesem Automaten. Es ist also so gewesen, dass das erste kommerzielle Videospiel oder eins der ersten kommerziellen Videospiele quasi am eigenen Erfolg kaputt gegangen ist. Auch heute kommt tatsächlich aber ein großer Teil der Umsätze nach wie vor aus Münzeinwürfen, aber es sind jetzt digitale Münzeinwürfe, es sind In-App-Purchases. Also Käufe in Spielen, die man schon hat, wo man für wenige Cent oder Euro zusätzliche Sachen kaufen kann. Zum Beispiel weitere Züge in Candy Crush oder ein Kostüm in Fortnite. Wenn man Handy- und Arcade-Spiele vergleicht, sind sie identisch, sagt der Atari-Gründer Nolan Bushnell später mal in einem Interview und meint damit, die Spiele sind leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Und heute hat man die Möglichkeit, praktischerweise dieses Meistern gleich ganz zu überspringen und kann einfach echtes Geld bezahlen, zum Beispiel um im Zufallsgenerator von FIFA Ultimate Team das bestmögliche All-Star-Team einfach ja, durch Geld und nicht durch spielerische Leistung zu kaufen. Und ein Teil dieser Milliardenumsätze, von denen ich gesprochen habe, kommen aus solchen Geschäftsmodellen, aus diesen Mikrotransaktionen, aus Lootboxen, aus In-App-Purchases. Und eins der Unternehmen, die damit am erfolgreichsten sind, ist EA. Die wurden 82 kurz vor dem Crash gegründet, eigentlich, weil sie Videospiele zur Kunstform machen wollten und nicht als reinen Kommerz betrachteten. 2021 hat allein dieses Ultimate-Team, dieser Sammelkarten-Spielmodus aus FIFA, 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht für EA. Das ist ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes der Firma gewesen. Das ist eine Zahl, die EA auch inzwischen nicht mehr separat im Geschäftsbericht angibt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Denn dieser Spielmodus Ultimate Team hat dafür gesorgt, dass ein scheinbar unscheinbares Fußballspiel inzwischen in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben ist. Das ist eine höhere Altersfreigabe, als wenn man ein echtes Fußballstadion möchte. Und das hat genau mit diesen Mikrotransaktionen zu tun. Die sind nämlich zum Beispiel in Belgien untersagt. Das gilt da als Glücksspiel. Auch in den Niederlanden gibt es jetzt gerade seit ein paar Monaten einen Gesetzentwurf. Diese Mechaniken, wo man für echtes Geld in einem virtuellen Spiel noch sich was kauft, eben als Glücksspiel zu deklarieren. So, und da ist dann einfach eine ganz direkte Verbindung zu den Münzspielautomaten aus den Kneipen von früher. Genau, Atari machte damals nicht ganz solche gigantischen Milliardenumsätze, aber war trotzdem erfolgreich. In den 70ern war die Firma entsprechend schnell am Wachsen. Bushnell stellte sich diese Firma damals als eine perfekte Meritokratie vor. Eine Firma, in der jeder so arbeiten konnte, wie er wollte, solange das Endergebnis passte. Also ein klassisches, das Ergebnis muss stimmen und alles andere ist eigentlich egal. Und das erinnert schon damals, wenn man ganz viele verschiedene Geschichten aus dieser Zeit liest, total an die Klischees von Tech-Startups von heute, beziehungsweise den letzten 20 Jahren. Das inoffizielle Motto von Atari war auch der Name dieser kleinen Präsentation, Work Hard and Play Hard. Also hart arbeiten, aber genauso hart feiern. Es gibt dann so Anekdoten des Playtests von neuen Spielautomaten nach Feierabend bei einem Bier im Büro vom Chef stattgefunden haben. Es waren auch Zeiten von Sex, Drugs and Video Games. Das ist ein Playboy-Artikel, der mal über die Geschichte von Atari geschrieben wurde, der so hieß. Und schon damals auch hatte Atari schnell den Ruf einer Partyfirma. Hier ist ein Zitat von Alan Alcorn, einem der Designer von Pong, dass wohl auch damals viele Drogen konsumiert wurden und dass eben ja, vielleicht die eine Droge war der Party-Hard-Teil und der andere Droge war der Work-Hard-Teil.
Es sind Anekdoten, die wurden immer wieder mal dementiert, werden dann immer wieder mal wiederholt. Aber es ist eben diese Geschichte von Atari. So. Und im Kern des Ganzen ist auch ein Motto, das damals in Jobanzeigen dieser schnell wachsenden Firma Atari stand, und zwar Have fun and make money. Also hab Spaß und verdien Geld. Damit wurden neue Angestellte angelockt. Und auch da gibt es eine Parallele zu heute. Denn die Videospielbranche ist immer noch eine, die oftmals so wirkt, als würde es ja wahnsinnig Spaß machen, da zu arbeiten. Ich meine, gibt es denn was Schöneres, als Videospiele zu entwickeln, das, womit man nach Feierabend ohnehin den ganzen Abend verbringt? Auch heute, 50 Jahre nach dem Urknall der Branche in den 70ern, ist die Spielebranche immer noch sehr jung und sehr enthusiastisch, fast so wie damals. Laut der SpieleentwicklerInnen-Vereinigung IGDA waren 2021 79% der EntwicklerInnen unter 40 Jahren alt. Und damit haben sicher auch die Arbeitsbedingungen was zu tun, nämlich Work Hard, Play Hard ist so, es ist ein Game für junge Leute. Und Working Hard heißt in dem Fall oft durchgearbeitete Wochenenden, 12-Stunden-Schichten und sogenannte Crunch-Phasen, das ist, sind Zeiten, wo gerade vor Deadlines massenhaft Überstunden anfallen, oft in einem Zeitraum, wo kein Ende absehbar ist. Laut dieser IGDA-Umfrage erlebten 2021 zwar weniger der befragten EntwicklerInnen als noch 2017 Crunch, aber immer noch spricht die Hälfte davon, dass solche Arten von Überstunden erwartet werden im Betrieb. Und ein Viertel spricht, wenn sie von Crunch sprechen, tatsächlich von 60 bis 90 Stunden Arbeitswochen. Auf Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Fallout 4, man kann eigentlich jedes große AAA-Spiel nehmen und keins davon ist ohne solche Phasen von Crunch entstanden. Die Lösung für das Crunch-Problem ist es, laut manchen Game-DesignerInnen einfach seine Ambitionen runterzuschrauben. Das sagt zum Beispiel Neil Druckmann, das ist einer der leitenden Köpfe von Naughty Dog, die haben Uncharted gemacht, die haben Last of Us gemacht. Und wie wenig andere Unternehmen steht bei Naughty Dog auch harte Arbeit eben für, als der Preis für den Perfektionismus der Spiele, die die machen. Da gibt es noch ein weiteres Zitat von ihm. Manchmal stimmt die Leidenschaft deines Lebens nicht mit der Liebe deines Lebens überein und manchmal stehen diese Dinge im Konflikt. Und was er damit meint ist, naja, die Liebe des Lebens ist die Familie und die Leidenschaft sind Videospiele. Und er setzt die mehr oder weniger direkt in einen Konflikt. Und das Privatleben ist auch der Preis, den viele EntwicklerInnen zumindest eine Zeit lang zu zahlen bereit sind. Auch weil es immer wieder, das berichten viele EntwicklerInnen, mit denen man spricht, eine starke emotionale Bindung einfach zu diesen Produkten gibt, weil man eben nicht irgendein anonymes Softwareprodukt macht, sondern Videospiele, die so viel auf einmal sind, die technisch innovativ sind, die kreativ und persönlicher Ausdruck sind. Da passt dann aber auch zu diesem Konflikt, den Druckmann beschreibt, eine andere Zahl aus der IGDA-Umfrage. 3/4 der EntwicklerInnen haben keine Kinder. Es ist also eine sehr, sehr junge Branche und viele werden scheinbar in dieser Branche auch nicht alt. Da habe ich jetzt auch nochmal eine weitere Anekdote. Ich habe mal mit einem deutschen Spieleentwickler gesprochen, dem sein Arbeitgeber ist in den 2000ern insolvent gegangen. Und er hatte auch massenweise Crunch erlebt und er ist danach zu so einem ganz langweiligen, spießigen Konzern gegangen und er beschreibt das dann so, er ist glücklicher denn je, er kann pünktlich Feierabend machen, er verdient ein Vielfaches, hat Zeit für seine Familie und ihm war der Enthusiasmus, die Liebe für dieses Medium, das dann eben nicht mehr wert, so viel anderes zu opfern. Crunch ist kein neues Problem. Viele Menschen haben aber in den 2000ern tatsächlich erst davon erfahren, über einen Live-Journal-Blogpost der sogenannten EA Spouse. Die EA Spouse heißt eigentlich Erin Hoffman, war selbst Game-Designerin, war aber auch mit einem Game-Designer von Electronic Arts liiert. Und diesen Blogpost hat sie sehr anschaulich beschrieben, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der die Zeit zwischen Privatleben und Arbeit eben so krass opfern muss. Genau. Dieser Blogpost löste damals eine Kontroverse aus, hat aber grundsätzlich erstmal nichts am Problem des Crunch in der Branche beseitigt, außer dass es ein bisschen bekannter war. Man kann ja oft, wenn es so trotz allen Diskussionen über Cancel Culture, manchmal den Eindruck bekommen, dass eine Kontroverse in den sozialen Medien noch so groß sein kann, eine wirkliche Auswirkung hat es dann oft nicht.
Tatsächlich kann ich da nochmal zum Nolan Bushnell zurückkommen, dem Atari-Gründer. Der sollte 2018 einen Preis für sein Lebenswerk erhalten. Aber 2018 war auch das Jahr der MeToo-Bewegung und auf einmal sammelten sich unter dem Hashtag NotNolan, ganz viele Anekdoten aus dieser Sex-, Drugs- und Partyzeit von Atari. Fotos von Meetings in Whirlpools, irgendwelche Anzüglichkeiten in internen Memos und auch also wirklich krass sexistische und misogyne Werbeanzeigen für Atari-Spiele. Es waren tatsächlich so, Bushnell hat den Preis nicht bekommen, auch wenn ihn viele ehemalige Angestellte in Schutz genommen haben, betont haben, dass auch die vielen Frauen, die tatsächlich bei Atari gearbeitet haben, gleichberechtigt dort gearbeitet hätten. Aber der 2018 Ende 70-jährige Bushnell sah die Kritik durchaus ein und sagte in einer Entschuldigung, vielleicht ist es wirklich nicht der richtige Moment, ausgerechnet ihn jetzt auszuzeichnen, der eben diese Arbeitsplatzkultur damals mitgeprägt hat. Auch mit Blick auf die Zeit rushe ich jetzt ein bisschen durch so das Thema Sexismus in der Spielebranche, das ist immer noch ein riesiges Thema ist und vielleicht heute ein größeres Thema als damals tatsächlich. Auch wieder laut dieser IGDA-Umfrage, 30% der EntwicklerInnen weltweit sind weiblich. Und das passt halt irgendwie nicht so ganz zu den Statistiken, die man auch immer wieder seit Jahren sieht, dass Männer und Frauen gleich viel Zeit mit Spielen verbringen. Also diese Industrie spiegelt halt noch immer nicht wider, wer eigentlich die KonsumentInnen sind. Und das trotz Produktion im industriellen Maßstab, also wir sprechen ja wirklich von Budgets für große Spiele, die in die hunderten Millionen US-Dollar gehen. Und seit diesem seit Jahrzehnten bekannten Problem mit Gleichbehandlung, mit Arbeitsbedingungen, gibt es aber ganz wenige Organisationen, die wirklich was dagegen tun. Und das ändert sich tatsächlich erst seit ein paar Jahren. Auf der GDC, auch 2018, so ein wichtiges Wendepunktjahr für die Branche, könnte man im Nachhinein sagen, wurden erstmals Flyer der Organisation Game Workers Unite verteilt, die zur Gründung von Gewerkschaften aufgerufen haben. Und heute, 5 Jahre später, gibt es tatsächlich auch ein paar. Die größte ist bei ZeniMax, das ist die Firma hinter Bethesda, die machen Starfield und Fallout. Die Qualitätssicherung da ist mit rund 300 Beschäftigten tatsächlich gewerkschaftlich organisiert. Qualitätssicherung tatsächlich ein Bereich der Spielentwicklung, der oft besonders unter Crunch auch zu leiden hat. Man kann also sagen, dass der Arbeitskampf die Spielebranche erreicht hat. Und tatsächlich kann man von einem Arbeitskampf sprechen, weil auch wenn Nolan Bushnell gesagt hat, okay, ich entschuldige mich für was auch immer damals war, wenn man sich einen anderen CEO anguckt, den Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, der sagt ziemlich genau das Gegenteil. Gegen seine Firma oder gegen seine Firma unter seiner Führung gab es massive Vorwürfe und tatsächlich mehrere Klagen wegen sexueller Belästigung, wegen Mobbing, die er tatsächlich in einem Interview alle abgebügelt hat und das alles einer aggressiven Arbeiterbewegung zugeschoben hat. Und das ist ganz interessant, weil genau der CEO einer der größten Spielefirmen jetzt selbst die Verbindung zwischen Sexismus und Arbeitsbedingungen und einer wachsenden ArbeiterInnenbewegung aufmacht in dieser Branche. Ich blicke auf die Zeit und kürze vielleicht ein bisschen ab. Activision Blizzard wurde gerade aufgekauft gegen den Widerstand von Kartellbehörden in den USA und Großbritannien für 69 Milliarden US-Dollar von Microsoft. Also wir reden hier weiterhin über enorme Summen. Das wird auch dazu führen, dass Bobby Kotick bald nicht mehr der umstrittene Chef von Activision Blizzard ist, aber wahrscheinlich um einen dreistelligen Millionenbetrag reicher sein wird. Ganz kurz möchte ich aber noch erwähnen, weil ich jetzt ein paar Mal Qualitätssicherung angesprochen habe, Qualitätssicherung war auch einer der Gründe, beziehungsweise mangelnde Qualitätssicherung, dass E.T., das Spiel, das Atari damals in der Wüste vergraben hat, so ein phänomenaler Flop war und heute als das schlechteste Spiel aller Zeiten gilt. Das Team hatte einfach nicht genug Zeit, dieses Spiel zu entwickeln. Und das war aber nicht der Auslöser für den Untergang von Atari, der dann folgte. Es war mehr ein Symptom des Missmanagements, das die Jahre davor lag und dann dazu führte, dass Atari eben heute nur noch so eine nostalgische Marke auf T-Shirts vor allem ist. Auch das ist was heute noch vorkommt. Cyberpunk 2077, es war auch ein großes Lizenzspiel, das vor 3 Jahren erschienen ist, das technisch in einem ganz schlechten Zustand war,
Aber das Team hat tatsächlich jetzt gerade ihre Erfolgsrunde ja drehen können von CD Projekt Red. Die haben ihre Wiedergutmachung geleistet mit vielen Updates, aber auch noch was anderes Tolles erreicht, nämlich hat CD Projekt Red, das polnische Studio hinter Cyberpunk 2077, in Polen eine Gewerkschaft für SpieleentwicklerInnen gegründet. Auch mit Blick auf die Uhr, ich habe total überzogen, auch wenn ich sehr schnell, glaube ich, geredet habe. Ich möchte noch kurz diese Bewegung ausschauen. Es gibt in Europa jetzt wie in Polen Bewegungen, es gibt immer mehr Betriebsräte in Deutschland in Spielefirmen, die es ganz lange gar nicht gab, obwohl es sehr leicht ist, einen Betriebsrat zu gründen in Deutschland. Es gibt auch Vereine wie Game In als Organisation, die sich gegen Sexismus in der Branche einsetzt und das tatsächlich auch in ihrem Manifest an ganz praktische Arbeitsbedingungsverbesserungen in Firmen koppelt. Und weshalb ich diesen Vergleich jetzt schlussendlich so interessant finde, wenn man 40, 50 Jahre zurückblickt bei Atari. Die Branche ist gewachsen ohne Ende, wenn es um das Geld geht, auch wenn es um die Menschen geht, die daran arbeiten. Aber wenn man schaut, ausbeuterische Monetarisierungsmodelle, strukturell verankerter Sexismus und schlechte Arbeitsbedingungen, die am Ende zu schlechteren Produkten führen, das sind alles Sachen, die die Branche nie wirklich angegangen hat. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, nachdem 2018 Bewegung reinkam, 5 Jahre später nochmal, sehen wir jetzt mehr Betriebsräte, mehr Gewerkschaften, mehr ArbeitnehmerInnen in der Branche, ja, die selbst quasi jetzt das in die Hand nehmen und versuchen, es besser zu machen. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, wert, zurückzublicken, woher die Branche kommt, damit auch klarer wird, wohin sie noch gehen muss. Und das, damit bin ich wirklich am Ende meiner Zeit. Voll gut. Vielen Dank schon mal, Daniel, für deinen Impuls. Aber ein bisschen überzogen, wenn ich auf meinen Timer gucke. Ist alles gut. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen, Daniel. Gibt es denn direkte Fragen hier aus dem Publikum oder Frage an die Technik sonst? Gibt es was aus dem Twitch-Chat? Ich greife das mal auf. Also wir sind ja auch so ein bisschen Crunch-Time-mäßig jetzt hier reingestartet. Das ist fast auch so ein Phänomen, manchmal bei der Speakers Corner leider. Es wird irgendwie besser, hast du gesagt. Wie können wir denn vielleicht da auch einen Beitrag dazu leisten, also dass es irgendwie besser wird? Gibt es da, ich kenne das jetzt zum Beispiel aus anderen Bereichen, dass man stärker darauf schaut, welche Produkte man konsumiert oder so. Hast du da vielleicht an die Audience quasi noch eine Idee, wie können wir da auch unseren Beitrag als Gamer, Journalisten, MedienpädagogInnen leisten? Also ich glaube, wenn es darum geht, als KonsumentIn, ich glaube, dieses Werkzeug des Boykotts wäre das Offensichtliche. Ich kaufe ein Spiel einfach nicht. Ich glaube, das ist in der Praxis nichts, was wirklich funktioniert im breiten Vorab, nicht, wenn es um solche Fälle geht wie Vorwürfe gegen Activision Blizzard, wo einfach Dutzende Spiele, die größten Spiele irgendwie der Welt betroffen sind. Als PädagogIn und vor allem mich jetzt als Journalist sprechend, ich versuche einfach immer das im Hinterkopf zu behalten und auf Missstände, die es vielleicht bei Unternehmen gibt, einfach immer wieder hinzuweisen. Also mein einfacher Trick ist eigentlich immer, so der Halbsatz noch dran zu hängen. Wenn es in einem Artikel darum geht, dass Bobby Kotick jetzt demnächst zig Millionen Abfindungen bekommt, kann man ja auch nochmal erwähnen, weil das ein relevanter Kontext ist, aus welchen Gründen er umstritten ist und was für Konflikte der neue Besitzer Microsoft jetzt dieser Firma mitnimmt. Das ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, das bringt schon viel, wenn man das immer mitdenkt und eben nicht sich dem hingibt, die machen ja Spiele und die Spiele zu spielen macht so viel Spaß, deshalb muss ja auch die Entwicklung nur toll sein. Ja, okay. Vielen Dank, Daniel, dafür. Ich schaue nochmal in die Runde, es gibt keine Wortmeldungen erstmal für den Moment. Du hast gesagt, immer mal wieder einen Halbsatz hinten dran zu hängen. Du hast ja am Anfang auch erwähnt, dass du schreibst, man kann dich auch hören, mir ist noch bekannt, dass du auch einen Podcast machst oder gemacht hast, da musst du mich vielleicht auch nochmal neu abholen und die Audience quasi. Wo kann man denn mehr von dir lesen oder mehr von dir hören? Also am meisten, wenn es um Videospiele geht, superlevel.de, das ist ein Projekt, das mache ich mit einem guten Freund und Kollegen Florian Zandt zusammen, wo nicht er und ich vor allem schreiben, sondern wir haben ein kleines Crowdfunding und da bezahlen wir andere AutorInnen, dass die interessante Texte über Spiele veröffentlichen, die wir anderswo so
nicht finden können. Also ich glaube, das ist, da haben wir auch tatsächlich mittlerweile einen Podcast mit dran. Also superlevel.de ist, glaube ich, was wahrscheinlich viele, die das Play-Festival interessiert, auch inhaltlich abholen könnte. Okay, super. Vielen Dank dafür, Daniel, nochmal. Ja. Ein letzter Applaus für dich. Vielen Dank für deinen Beitrag. Genau, wir machen gleich weiter. Wir sind ja so, wie ich schon erwähnt habe, Crunch-Time-mäßig hier reingeschlittert. Wir sind ein bisschen nach der Zeit, aber ich nehme trotzdem nochmal den ein oder anderen Halbsatz in den Mund. Und zwar Speakers Corner habe ich noch gar nicht für die Neuankömmlinge hier, sowohl auf dem Festival als auch quasi hier. Genau, auch das nochmal für euch. Ich gucke immer mal wieder hier rüber, weil das die Streaming-Kamera ist. Lasst euch nicht irritieren. Erklärt, die Speakers Corner ist so, dass es quasi eine freie Bühne ist, eine offene Bühne im Sinne von, man kann sich vorher Beiträge einreichen, die werden dann von uns kuratiert. Wir haben heute eben Beiträge fast ausschließlich in der deutschen Sprache. Es gibt eine kleine Ausnahme, um 17.30 Uhr haben wir einen englischen Beitrag. Auch so ein bisschen noch eine Vorschau. Wir haben jetzt gleich Olaf, der etwas über Angst, mit Angst im Spiel erzählen wird. Wir haben ein sehr buntes Programm. Wir haben später etwas zu Retro-Spielen und eine Engine dazu. Wir haben ein kleines Making-of wird gezeigt. Marlene Beilharz wird auch was über Serious Games erzählen. Und ein Among Us in Real Life haben wir. Und wir hören einfach, wie man noch Spiele entwickeln kann von Rolando Rodriguez. Und Uli Tausend wird uns eben dann später noch was über Mothbeats erzählen. So viel als kleine Vorschau. Ja, lieber Olof, ich würde sagen, wir machen gleich mit dir weiter. Olof braucht noch ein Mikrofon, kleiner Moment. Und zwar machen wir das ein bisschen szenisch gleich. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Sekunden. Ich darf auch noch mal, vielen Dank dafür. Ich darf auch noch mal so einmal eine Ansage in die Runde machen. Man steht hier zum Beispiel nahe beim Spiel. Ihr könnt gerne noch mal hier zur Bühne kommen. Wir haben die Speakers Corner, wir haben gleich einen nächsten Beitrag. Wenn ihr los müsst gleich, könnt ihr auch sonst zu Hause weiterschauen. Es wird auch gespeichert. Und die Bühne gehört jetzt gleich Olof. Bitte schön. Wir brauchen noch die Präsentation. Die machen wir. Du müsstest schon auf dem Rechner. Ah, wunderbar. Moment. Wunderbar. Habt ihr das? Okay. Ja, ich bin Olof Jebram, schon immer wieder gerne bei der Play dabei, auch bei der Speakers Corner immer wieder gerne dabei. Und ich will was erzählen über Angst und Aufmerksamkeit. Und dafür brauche ich noch einmal kurz deine Assistenz, weil ich habe ein kleines Gimmick vorbereitet. Ich habe eine Rattenfalle mitgebracht. Und die will ich jetzt einmal spannen und ich hoffe, ich kriege das auch hin. Ja, das sieht gut aus. Und zwar bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, schon vor langer Zeit, schon in meinem Studium, schon vor über 20 Jahren, habe ich gemerkt, dass ganz vielen Medien über Angst vermarktet werden. Das heißt, dass Angst benutzt wird, um mich auf ein Medium aufmerksam zu machen oder mich im Medium zu fesseln an das Medium oder mich im Medium, danke, mich im Medium zu steuern. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und dafür habe ich mir, geht's hier weiter? Ja, dafür habe ich mir ein paar Beispiele von Angst in Medien näher angeguckt. Und die Rattenfalle ist für mich eine gute Metapher, weil sie nämlich die Frage aufwirft, wenn jetzt ein Medium Aufmerksamkeit erregt, und ihr wisst vielleicht, dass Medien ganz oft über Aufmerksamkeit bewertet, beurteilt werden, dass die Frage, ob ein Medium was taugt, eigentlich nur über Einschaltquote, Verkaufszahlen, Engagement, Use-Time oder sowas berechnet wird, ist das eigentlich eine gute Metrik für mich zum Beispiel als Pädagoge oder als User oder so? Oder ist das eine gute Metrik für Beurteilung von Medien? Sind die wertvoll? Sind das Medien, die wir fördern sollten? Brauchen wir? Also wenn zum Beispiel solche Rattenfallen Aufmerksamkeit erzeugen, man sieht da, jemand fuchtelt da mit einem Stück Metall rum, das fühlt sich bedrohlich an. Heißt das jetzt, wir brauchen mehr Fördermittel für Rattenfallen-Videos? Und ich habe halt diese Befürchtung, dass Aufmerksamkeit alleine ein schlechtes Werturteil ist über Spiele. Und ja, ich will ein paar Beispiele bringen über die Computerspiele und auch andere Medien, die halt Angst benutzen. Und ich fange an mit FO, hatte ich da eben schon, Fear Only. Nachher kommt noch FOMO, Fear of Missing Out, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Und ja, Angst als Steuermechanismus ist uralt in Computerspielen. In ganz vielen Computerspielen gibt es ja Gegner, sowas wie Feinde, Hindernisse, Munition, die auf einen zufliegt, was weiß ich, die Piranha-Pflanzen. Und wenn eine solche Bedrohung mich berührt, meine Spielfigur mit meiner Spielfigur kollidiert, dann kann ich ein Leben verlieren und dann kann das Spiel enden. Und das ist ja normalerweise was Negatives im Computerspiel. Ich fange von vorne an, ich verliere meinen Fortschritt, ich komme nicht in den nächsten Level, ich kriege nicht alles zu sehen, ich erlebe nicht alles und verliere Sachen, die ich mir erarbeitet habe. Und im Ernstfall, das hat uns gerade eben schon der Sprecher vorher erzählt, verliere ich sogar Geld. Wenn ich eine Arcade spiele, dann muss ich eine neue Münze nachschmeißen. Und dieser Art, mich aufmerksam zu machen auf bestimmte Dinge und bestimmte Dinge mit Wichtigkeit zu versehen im Spiel, indem sie mich und mein Spielerleben begrenzen, einschränken oder beenden können, ist ein uraltes Konzept, was es ganz vielen Spielen gibt. So, wir haben hier ja das Motto Soap Opera und auch in Soap Operas gibt es Methoden, wie über Angst Aufmerksamkeit generiert wird. Noch extremer ist es in Reality TV. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr durchseppt. Soap Operas und Reality TV sind ja in besonderer Weise designed, um zapping-proof zu sein. Deren Hauptidee ist, dass wenn jemand reinseppt, dass man stecken bleiben kann. Und ein Mechanismus dazu ist Angst. Ihr seppt und plötzlich seht ihr ein paar Leute, die haben so ein Puschelmikrofon, wird draußen aufgenommen, sind offensichtlich Laiendarsteller und sind dabei, sich anzuschreien. Irgendwas ist schiefgegangen, Kevin hat das Geld nicht überwiesen oder das Auto war weg oder sowas. Es droht irgendwie was und das ist eine simulierte Bedrohungssituation. Das ist auch der Versuch, euch aufmerksam zu machen. Und ein anderes Beispiel dafür sind natürlich Nachrichten. Das ist jetzt von gestern Nacht. Wir haben gerade Krieg im Gazastreifen, darunter das Massaker in Maine. Der nächste Newsblock wäre Krieg in der Ukraine gewesen und ziemlich weit unten, aber eigentlich auch sehr wichtig, ist Klimakatastrophe. Auch Nachrichten funktionieren ganz viel über Angst und Aufmerksamkeit. So, das heißt übrigens alles nicht, dass das nur schlecht ist. Das Problem, das ich kriege, ist, wenn es das Einzige ist, was ein Medium macht. Wenn es nur über Angst funktioniert, wenn es sonst gar nichts gibt. So, etwas häufiger in der Diskussion gewesen und vielen von euch als Begriff sicherlich auch bekannt, FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Und ja, das ist natürlich das Paradebeispiel dafür. Ihr habt vielleicht noch diesen komischen Streicher-Jingle im Ohr, mit dem die Serie mal endet, dieses Dödel, 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 Dödel. Es ist ganz dramatisch, weil es gibt einen Cliffhanger am Schluss. Cliffhanger ist ja etwas, das schon lange vor den Computerspielen erfunden wurde. Jemand hängt an der Klippe, droht abzustürzen, irgendwas ist ganz gefährlich. Wie geht es weiter? Das erfährt ihr in der nächsten Folge, die, wenn es gut läuft, am nächsten Tag und wenn es schlecht läuft, in einer Woche erst kommt. Und ihr müsst also wieder einschalten, ansonsten verpasst ihr, was passiert ist. Und das funktioniert über die Sorge, die Angst, etwas nicht zu erleben, was einem vielleicht wertvoll oder interessant erscheint. Und oft, das kennt ihr auch, ist ja das Versprechen dafür, dass eine dramatische Situation gleich aufgelöst wird, viel aufregender als das tatsächliche Ergebnis, das man dann kriegt. So, und auch im Computerspielen wird sowas viel benutzt. Ich benutze wieder Pac-Man als Beispiel. Wenn ihr ganz in die Mitte schaut, da ist diese kleine Doppelkirsche. Die kleine Doppelkirsche ist eine dieser Früchte und die tauchen nur manchmal auf bei Pac-Man. Die meiste Zeit ist dieses Feld leer, aber manchmal erscheint unter diesem Versteck der Geister erscheint so ein Bonusgegenstand. Und wenn man den einsammelt, dann gibt es dafür deutlich mehr Punkte als für den Rest des Spielens. Und ja, wenn diese Kirsche da erscheint, heißt es aber, die bleibt da nicht lange, die verschwindet wieder. Das ist ein vorübergehender Bonusgegenstand, vorübergehende Bonuspunkte, auch die kann man verpassen. Die kann man also Missing Out nicht kriegen. Und das ist ein Ding, das ist mir dann in vielen Computerspielen immer wieder begegnet, auch an Ecken, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Das hier ist aus Die Siedler Online, das ist schon ewig her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Das ist ein Marketplace, Platz, wo Spielende miteinander Waren handeln. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es da absurde Gewinnmöglichkeiten gibt, wenn ich einfach nur noch das Warenmenü spiele und den Rest des Spiels völlig ignoriere. Und das liegt daran, dass Die Siedler Online ein Spiel ist, in dem die Partie sehr lange geht, über Monate, wenn nicht sogar über Jahre, und sich das Spiel sehr ändert. Waren, die am Anfang sehr wertvoll sind, die ich dringend brauche, sind später wertlos. Und deswegen gibt es Leute, die verschleudern ein paar Sachen, die für mich als Anfängerspieler vielleicht total wertvoll sind, zu absurd niedrigen Preisen und andere Produkte, die für mich
eigentlich wertlos sind, werden total gesucht von anderen Leuten. Und so kann ich nämlich einfach nur Marketplace-Spiele, kann ich Handel treiben und Gewinne machen. Das hat aber einen Nachteil. Es gibt dann immer einen Grund für mich, noch im Rechner zu bleiben. Das nächste coole Angebot könnte kommen. Ich habe Angst, was zu verpassen. Ihr habt vielleicht schon mal von diesem Konzept persistente Welt gehört, dass das Spiel weitergeht, während ich nicht dabei bin oder die Welt weiter existiert, in der ich spiele. Das ist so ein Beispiel dafür. Am Anfang habe ich immer gedacht, persistente Welt bezieht sich nur auf den virtuellen, was weiß ich, auf den World of Warcraft Server. Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch solche Lobbys oder auf der Metaebene passierenden Sachen sehr ähnliche Wirkungen haben können. Das hier ist ein anderes Beispiel, das wird wahrscheinlich außer mir keiner mehr kennen. Multiplayer Desktop Tower Defense, die Plattform ist vor 16 Jahren eingestellt worden, glaube ich. Das war ein Spiel, bei dem man nur mit einem Premium-Account alle Spielmodi starten konnte. Ihr seht vielleicht in der letzten Rubrik Creep Settings, da gibt es unten in der Mitte Spawns. Das war mein Hauptmodus, den habe ich am meisten gespielt. Damit habe ich sogar ins Leaderboard geschafft. Aber ich konnte Spawns selber nicht starten. Dazu musste man bezahlt haben. Und das habe ich mich geweigert. Ich war immer sehr geizig. Und dann musste ich warten, ob jemand anders ein Spawns-Spiel anbietet. Und das hat zur Folge, dass ich, wenn ich dann halt eine längere Zeit wartete, hatte ich halt immer noch einen Grund, noch da zu bleiben. Vielleicht kommt ja doch noch eine Partie Spawns, Fear of Missing Out, da haben wir es wieder. Und ein Beispiel, das ihr vielleicht auch schon erlebt habt, ist, in Spielen gibt es ja Clans oder Alliances oder sowas, Gruppen, die sich zusammenschließen, zusammenarbeiten. Das hier ist so ein Clan Rooster aus, glaube ich, World of Warcraft, das ich selber nie gespielt habe. Und diese Clans haben gerne mal zwei interessante Eigenschaften, die auch wieder FOMO erzeugen. Nämlich die eine Eigenschaft ist, es gibt eine endliche Anzahl von Leuten, die da rein dürfen. Und es gibt Leaderboards, wo die Clans verglichen werden. Ihr seid also in einem Clan und dann guckt ihr euch eure Mitspielenden an und denkt so, die da oder der da, die spielen gar nicht so oft und die haben bei den letzten Raids nicht mitgemacht und die haben immer mittwochs keine Zeit und sollten wir den vielleicht rausschmeißen und ersetzen durch jemanden, die oder der mehr performt? Haben wir wirklich die besten Spielenden? Verpassen wir hier nicht was? Das heißt, durch begrenzte Clan-Größen und durch Clan-Leaderboards wird soziale Gewalt erzeugt in den Spielen. Die Leute werden motiviert, sich gegenseitig zu bullien und zu pushen, Crunch zu erzeugen. Die Spiele werden zur Arbeit. Und es gibt Leute, die dann auch, das ist einer der Gründe, warum das in Spielen gemacht wird, das dann halt durch Geld ausgleichen. Die kaufen sich dann halt Ingame-Boni oder sowas oder irgendwelche Ressourcen, in der Hoffnung, dadurch dann halt im Spiel bleiben zu können. Für, was weiß ich, ein paar Dollar mehr. So, ach ja, genau, bevor ich dazu komme, eine Sache, wo ich die Slide vergessen habe reinzutun, ist Season Passes, kennt ihr vielleicht, ist gerade sehr in Mode. Sowas wie jetzt im Herbst die ganz tolle neue Kampagne von Game XY, da zahlt man dann Geld und dann passieren lauter Sonderereignisse, es gibt irgendwelche Sonderwährungen, Sondergegenstände oder sowas. Es sei denn, natürlich, man hat keine Zeit zu spielen. Wenn die neue Season läuft, oh mein Gott, die Zeit läuft, wie viel Zeit habe ich, um die ganzen Drops zu kriegen? Fear of Missing Out, da sind wir wieder. Ich habe es bezahlt, jetzt muss ich es auch benutzen. So, und jetzt wieder Beispiele außerhalb der Computerspiele. Clickbait, den Begriff kennt ihr alle. Das ist das Standardbeispiel, das in diesem Begriff gerne gebracht wird. Ihr werdet nicht glauben, was diese Schauspielerin in ihrem Kofferraum entdeckte. Oder wenn Sie diesen Blogpost lesen werden, das wird Ihr Leben verändern. Oder inzwischen sogar Meta-Clickbait. You will not believe this 10 horrible clickbait titles. Es gibt Clickbait-Listen, die selber eine Clickbait-Überschrift haben, die also selber als Clickbait dafür werben, dass man ganz schlimme Dinge über Clickbait entdeckt. Und ihr kennt das, wenn man das durchklickt und dann dabei noch ernsthaft nachdenkt, das erfüllt nie die Versprechungen, die Sachen sind nie so cool. Es gab mal auf Bildblog, wer das kennt, gab es, wir haben für Sie geklickt und da hatten Sie immer die Überschrift und direkt darunter, was die Enthüllung war, das war nie spannend. Anders als mein Vorredner bin ich wahrscheinlich in der Zeit. Man kann mich erreichen über meine E-Mail-Adresse oder auf Discord. Ich habe immer noch das Doppelkreuz in meinem Namen. Ich weigere mich bisher, den aufzugeben. Discord versucht jeden Tag, mir den abspenstig zu machen, aber ich bin da weiter. Ich mache ganz viel zum Thema ästhetisch-praktische Medienpädagogik. Also das kennst du, weil ich mit einer Rattenfalle auflaufe. Ich bastel viel und gucke mir Sachen an und schau mir auch theoretisch Sachen gerne an. Und falls ihr Lust habt, euch weiter über solche oder ähnliche Themen mit mir zu unterhalten oder auch Sachen zu bauen oder auszuprobieren, meldet euch einfach bei mir. Und ja, das wäre es von mir zum Thema Angst und Aufmerksamkeit. Behalt's gern. Behalt es gern.
Ah, genau, wir haben noch Zeit für Fragen. Genau, ich glaube, wo müssen wir uns positionieren, damit wir keine Rückkopplung haben? So geht's. Okay. Ja, vielen Dank, lieber Olof. Gibt es Fragen von euch an Olof? Ich habe sonst auch noch Fragen an euch, wenn ihr keine habt. Das ist auch eine gute Idee. Das machen wir gerne. Dann nehme ich das Mikro. Also, stell deine Frage und ich gucke mal, ob jemand eine Antwort hat. Ja, ich habe die Frage, ob ihr schon solche Sachen erlebt habt. Also, habt ihr schon FOMO oder Angsterlebnisse in Spielen gehabt, wo ihr hinterher gefragt habt, ist das eigentlich angenehm so? Will ich das eigentlich? Also, habt ihr sowas selber erlebt, worüber ich heute gesprochen habe? So, bitteschön. Hallo, ich bin Thilo. Vielen Dank für deinen Vortrag, Olof. Ja, ich kann mich erinnern an ein ähnliches Spiel, wie du sie auch vorgestellt hast, nämlich O-Game. Da, ich war so 20, 21 oder sowas. Das war auch ein browserbasiertes Spiel. Und da musste man immer nachts um 1 Uhr morgens oder sowas aufstehen, um schnell noch seine Flotte, man hat nämlich im Universum mit Raumschiffen gekämpft, um die schnell noch irgendwie zu retten und zum nächsten Planeten zu schicken, weil sie auf dem Weg von Planet A zu Planet B nicht abgefangen werden konnte. Und da musste man so ganz irren Zeiten aufstehen. Wenn man das verpasst hatte, das war schon mal ganz schlimm. Also da wurde das Spiel auch zu Arbeit in gewisser Hinsicht. Und wenn ich dann noch den Gedanken hatte, dass ich jemand anderen überfallen möchte, dann hatte ich natürlich das Problem, dass ich mir auch noch merken müsste, wann seine Flotte ankommt. Da war dann mein Fear of Missing Out so ein bisschen. Ich könnte vielleicht noch eine kleine Gegenfrage stellen. Olof, du hast ja jetzt vor allen Dingen ältere Beispiele mitgebracht. Hast du den Eindruck, dass sich das in der Zeit heute irgendwie diese Effekte verstärkt haben, verringert haben? Wie ist dein Eindruck? Danke, lieber Thilo, dafür. Ja, solche Effekte gibt es immer noch und sie haben sich verstärkt. Es gab von einer Hamburger Stiftung mal so eine Studie, die haben sich angeguckt, inwieweit so süchtig machende oder suchtähnliche Mechanismen in Spielen eingebaut werden. Das war vor, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren die Studie. Und die kam zu dem Schluss, dass sie, wenn sie sich nahezu beliebige Spiele anschauen, dass sie das inzwischen alle machen. Und ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, so Games as a Service, Microtransactions, Spiele, die im Wesentlichen ihr Geld über nachher zahlen. Also nicht etwa über die 80 Dollar, die das Spiel kostet, sondern über die Knete, die man hinter in den Mikrotransaktionen bezahlt. Die funktionieren alle so. Die pushen und versuchen einen auszutricksen und dann das Gefühl zu geben, dass es irgendwie noch was Wichtiges gibt, was es zu erledigen gibt. Und es wird leider schlimmer. Deswegen finde ich die Play so toll, weil hier gibt es haufenweise Spiele, die sagen, wieso, geht doch auch ohne. Ne? Also finde ich immer wieder toll. Ich bin total gespannt, demnächst kommt ja ein Bekannter von mir mit her, dem würde ich das mal zeigen, der ist noch sehr jung. Würde ich ihn mal fragen, fällt dir ein Unterschied auf zu den Spielen, die du zu Hause spielst? Merkst du, dass da gar keine Menüs und keine Marktplätze sind, wo du was kaufen sollst? Gibt es noch eine Meldung aus dem Publikum? Gibt es noch... Jemand, der selber auch FOMO-Erfahrungen gemacht FOMO-Erlebnisse, hat. FOMO-Erlebnisse, die ihr gerne teilen möchtet. Wir streamen, ihr müsst auch nicht euren Namen sagen. Sonst, wenn keine mehr sind, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Genau, aber Olof, bevor du von der Bühne gehst, du darfst dich gerne noch mal kurz anpreisen, weil du hast noch einen Beitrag mitgebracht in der Makers Corner. Ganz genau, am Samstag, da bastle ich Papierinseln mit euch. Ich interessiere mich seit einer Weile für Papierlandschaften, weil die sehr einfach und billig zu bauen sind, auch gut mit Kindern funktionieren, man braucht kein großes Werkzeug dafür. Und das ist sozusagen Level-Design ohne Rechner und ohne Aufwand. Geht sehr schnell und ist sehr bunt. Und das ist dann am Samstag. Ich weiß jetzt gerade nicht genau die Uhrzeit, aber ich werde hier noch Inseln aufstellen mit Hinweisen darauf. Also falls ihr Lust habt, was zu bauen, da bin ich auch für zuständig. Gut, vielen Dank dafür, Olof. Ein Applaus nochmal für dich. Du darfst das Mikrofon gerne mitbringen, Kemal mitgeben. Gut, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir sind soweit sehr gut in der Zeit. Ich kann daran noch anschließen, was Olof erzählt hat. Also ihr zu Hause, gerade vor dem Bildschirm, ihr könnt einfach auf playfestival.de gehen, dort das Programm öffnen, dann seht ihr dann, wann genau Olof am Samstag dran ist. Ich meine mich zu erinnern, es ist um 14 Uhr. Das ist dann für euch nochmal interessant. Samstag 14 Uhr gibt es den Weltenbauen-Workshop mit Olof. Wir machen eine kleine Zwischenpause, weil sich vielleicht auch einfach Menschen so vorbereitet haben, dass sie Christian Freund um 15 Uhr sehen werden. Genau, und da geht es quasi dann weiter. Moment. Herzlich will...
und mäßig schon. Mal gucken. Gut, jetzt, genau, wunderbar. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück im Stream. Herzlich willkommen zurück, das Publikum. Dürft euch gerne zu uns umdrehen auch. Es folgt gleich der nächste Talk auf der Speakers Corner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt ist Christian Freund dran. Und ich muss noch mal in meine schlaue Notiz reinschauen. Dein Titel ist heute Entwicklung von Retro-Spielen auf einer Engine von 2005. Christian wird uns ein bisschen was über Spielentwicklung erzählen und er hat auch eine kleine Live-Demonstration mitgebracht, ist uns über Discord in den Stream zugeschaltet. Lieber Christian, die Bühne gehört dir und viel Spaß dem Publikum. Hallo zusammen, Dankeschön, danke Heiko, Heiko. Ja, danke, hallo, ich bin der Chris. Und ja, ich zeige euch heute ein bisschen was von mir, was ich frisch gemacht habe. Kurz zu meiner Person. Ich bin Science-Fiction- und Gaming-Musiker. Das heißt, meine Musik ist den Science-Fiction- und den Computerspielen gewidmet, trete so auf Gamescom, EGX London und so weiter auf. Und gebe auch VR-Musik-Workshops und das auch weltweit. Und also wie man mit einer VR-Brille Musik machen kann. Und habe jetzt halt ganz frisch ein eigenes Computerspiel designt, das ich I Am Different nenne. Und diese Engine basiert auf einer, ja, aus 2005 auf einer alten Basis, die man aber heute noch gut verwenden kann. Und alles läuft bei mir unter einem Namen, Syntony. Syntony, das ist mein Projekt, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Weg. So, jetzt schalte ich mal auf den Desktop. So, jetzt müsstet ihr mich auch sehen alles. Es ist so, die Engine basiert auf dem FPS-Creator. Und den FPS-Creator, der ist aus 2005 entstanden. Das kommt aus Britannien. Und ist eigentlich ein, ich sag mal, ein Versuch gewesen, sehr simpel und sehr relativ schnell Spiele zu entwickeln. Und 2016 wurde FPS Creator zu FPS Creator Classic und Open Source und wurde dann von der Community Black Ice Mod übernommen. Hier mal die passende Homepage, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Und die haben das 2015 haben die das übernommen und haben gesagt, Mensch, okay, wir machen den FPS Creator besser und wir schauen, dass wir das besser umsetzen können. Und das zeige ich euch mal, wie der FPS Creator aussieht. Erstmal haben wir hier so eine, haben wir mal eine blanke Basis. Und in der blanken Basis hier, das ist sozusagen der Editor, da könnte ich jetzt hier eine Fläche aufbauen. So, kann ich reinzeichnen und kann dann sagen, hier kommt der Player rein. Und dann kann ich auch so eine Art 3D-Optik machen und dann würde man das so ähnlich sehen wie dann im Spiel, wenn es dann gerendert ist. So, und das sind so, sag mal, basiert auf Trigger und auf anderen Elementen. Ich zeige das mal noch mal im Detail. Wenn ich jetzt zum Beispiel ziehe unter Segmente, dann gibt es eine große Library, die sind alle Open Source. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unter Sci-Fi und Rooms gehe, dann habe ich hier zum Beispiel Hangar Bay. Und dann kann ich das hier reinzeichnen und kann da auch Gänge und dergleichen hier machen. So, und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, den Player kann ich reinsetzen. Oh, ich verstehe gerade nicht, hallo? Ich höre gerade was, Moment. Okay, okay, whatever. So, ja, also ich gehe jetzt hier mit dem Editor, bin ich jetzt hier drin und kann jetzt hier sagen, teste mal das Spiel. Und jetzt wird das quasi pre-gerendert. Hier sieht man schon Black Eyes Advanced. Das ist also, heißt dann BEMA für Black Eyes Mod Advanced. Und BEMA, das ist so, die haben wirklich das komplett übernommen, die haben den kompletten Code umgeschrieben und so weiter. Und dann gibt es jetzt Lichtstrahlen, HDR und dergleichen. So, jetzt kann ich das testen. Und das normale anfangs zuckelt. So, und ihr seht hier, wie ich mich hier bewege. So, könnt ihr hier genau sehen.
damit das technisch auf der geklärt ist. Und ja, das ist sozusagen, da kann ich jetzt hier Gegner einfügen, ich kann jetzt hier Trigger einfügen, ich kann bestimmte Elemente, zum Beispiel jetzt, Moment, der Editor lädt jetzt wieder. Kann da bestimmte Türen einsetzen, so unter zum Beispiel jetzt hier nochmal Plattform, Scenery, so, und dann kann ich jetzt hier eine Tür reinsetzen, pam, habe jetzt eine Tür drin und, ne? Also da kann ich bestimmt ein Level, kann man sagen, bauen und dann kriegt man relativ schnell ein Grundsystem zusammen, ich guck mal gerade, stimmt alles, ja, ein Grundsystem zusammen, wo man ein Level aufbauen kann. Und wenn dann so ein Level fertig ist, das zeige ich euch mal, wenn, das lade ich durch, mal laden, wenn ein fertiges Level fertig designed ist, weil so kam ich auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte mein erstes Spiel machen und mein Gedankengang war, okay, ich möchte relativ schnell und relativ simpel meine Ideen umsetzen, will aber nicht zu sehr ins Detail gehen im Bereich, ich sag mal, das Coden oder das Skripten, wobei ich da auch noch gleich dazu komme. Und es lädt, ist ein großes Level. Die Levels sind da limitiert auf 1,8 Gigabyte. Das ist die Limitierung. So, weil ich streame, dauert das jetzt etwas länger. Oder es ist jetzt gerade frisch abgestürzt, der klassische Vorführeffekt. So, Loading Entities. Ich kann beziehungsweise mal umschalten, wie sowas mal fertig aussieht. Vielleicht mal eine schöne Demo zu machen, während ich das mal hier neu starte. So, Laptop. So, und schließen. Task Manager. Und der Map Editor, wie gesagt, das ist eine Engine aus 2005 und da ist es noch ein bisschen buggy. So, das konnte ich neu starten. So, ihr seht hier, ich mache auch mal den Ton an, seht ihr so, wie sowas fertig dann aussieht. So, hier, ihr seht hier die schönen Sprites entsprechend, so Feuer und dergleichen. Und sämtliche Stimmen, die ihr da hört, ein bisschen zu laut vielleicht, sämtliche Stimmen, die ihr jetzt heute auch hört, ist komplett KI-basierend. Level 19 of Section 4S and Section 3A. The quarantine has been breached. Und ihr seht hier mit Lichteffekten, Lichtstrahlen und dergleichen kann man das reinsetzen. Mit Nebel ist möglich und alles. Ne? Und ja. Geh mal bitte hier raus. Mein Editor ist wieder gestartet. Desktop. FPS Creator. Und jetzt mal das Level laden. Ah ja, das sieht schon besser aus, wenn das schon Richtung Segmente geht. Heute große Vorführeffekt, wenn man live streamt, dass das dann Ewigkeiten dauert. Na gut, ist halt ein großes Level auch. Mein gut, während das lädt, kann ich mal umschalten. Wieder mal ein bisschen mein Game zu zeigen. Ein bisschen Demo zu machen. So. Bam, bam. So. Wenn man jetzt zum Beispiel hier durchgeht, kommt ein Trigger. Hier ist ein unsichtbarer Trigger. Bam. Jetzt sind da Gegner. Und jetzt verändert sich auch gleich die Musik und wenn man jetzt umdreht, explodiert. Die Musik ändert sich jetzt. Und also, wie ihr seht, kann da schon was Anständiges damit machen. So, und das war's. So, und es wurde auch jetzt eben gerade geladen. Desktop, please. So, wunderbar. So, und das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das sieht dann im Editor so aus, dass man eben sagen kann, okay, hier sind die verschiedenen Trigger und die haben dann verschiedene Skripte, also ein bisschen coden muss man schon in diesem Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal so in einem Musikskript hier reingehe, das ist ein Launcher, und da sehe ich hier Sound Loop in Zone.
Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe und sage Sound Loop in Zone und mir das mal öffne, das, ja. Dann seht ihr hier so ein kleines Skript und es basiert auf einer Dark Basic Engine. Und da sieht man so verschiedene, ja, also einmal den Status, was er aktuell ist, ob der Player in der Zone drin ist oder nicht, ne, 1 oder 0. Und Loop Sound und dann 0 ist quasi, hier der Bereich. Wird das quasi geladen und der tut Wave und Org-Files öffnen. So, und dann kann man hier verschiedene Trigger, Wegpunkte, hier wird zum Beispiel ein Gegner gespawnt, der hat einen bestimmten Wegpunkt, der geht auch entlang. Das sind dann eigene, Moment, Escape. So, sind eigene Wegpunkte, hier das sind Trigger, blau sind Soundtrigger, hier haben wir einen Dampf, wird halt schematisch dargestellt, das ist so das Mindset, dass es schematisch dargestellt wird, um Ressourcen zu sparen. Weil wir reden hier davon, die Engine basiert da, wo damals Windows XP Standard war. Und wurde halt jetzt weiter getuned, aber die Basis ist schon weiterhin XP. Und skurrilerweise kann man das sogar mit Warp X sogar wunderbar in VR spielen. Also sowas ist dann auch möglich. Das nur so mal als Hinweis. Also so outdated ist das gar nicht mal. Und wird halt weiter noch von Fans gepflegt. Black Ice Mod von denen hier halt hier, ne? Und hier sind verschiedene Fensterelemente, die werden auch nur schematisch dargestellt. Da wo wir jetzt halt entlang gerannt sind und ihr seht hier die die roten und weißen Lichter, die tun dann abwechselnd blinken, dergleichen. Und so kann man dann quasi Stück für Stück das Level zusammenbauen. Was ihr hier seht, genau, man hat auch verschiedene Ebenen. Ebenen kann man aufsetzen. Hat insgesamt 20 Ebenen. Also man kann ganz runter gehen oder entsprechend höher. Ihr seht schon, wie das Ganze ausfadet. Und man kann verschiedene Ansichten machen. Moment. Das da, genau, verschiedene Ansichten machen, dass man halt trotzdem weiter durchschauen kann, das Ganze. Und unsichtbare Wände kann man setzen, zum Beispiel jetzt hier im Moment hier, wenn schwarze Elemente drin sind, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, hier, das ist zwar unsichtbar, aber der Spieler oder der NPC kann da nicht durch, um da zum Beispiel Glitches zu vermeiden, denn Glitches sind alltäglich da und ist noch nicht so ganz stabil, aber es wird immer stabilerer. Ja, und so ein Level zu designen, wenn man da einen Plan hat mit allen drum und dran und auch dann die Skripte, wie hier nochmal zu zeigen, ne? Designed und so weiter. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Also erstmal einen groben Maßstab, würde ich sagen, 3-4 Tage. Dann kommen halt Details, Soundfiles und dergleichen kommen dann dazu. Und das, was dann am meisten auch gebraucht hat. Und insgesamt habe ich jetzt quasi ein Spiel released, I Am Different. Und das ist jetzt ganz frisch im Oktober. 14. Oktober ist das raus. Und das tue ich dann später auch zeigen, wo man es downloaden kann. Kostenlos. Und insgesamt 10 Monate hat die Entwicklung gedauert. Konnte insgesamt 3 Levels designen. Spielzeit liegt da irgendwie zwischen, also ich spiele das in so ungefähr 15 Minuten durch. Die Playtester liegen teilweise sogar bis zu einer Woche. Also das ist immer die Sache, wie man das zusammenfühlt. Ja, und man ist relativ frei, was das Thema Game Design angeht. Also es bleibt schon zwar eine 3D-Engine, also man jumpen ran wird schwierig, aber selbst da könnte man die Physik reinmachen, dass man höher springen könnte. Man kann hier, wenn man auf den Player zum Beispiel geht, kann man hier sagen, wie schnell der ist, ab wann der Sturzfall eingeht und so weiter. Die Sprunghöhe kann man definieren und dergleichen. Aber das Endprodukt wird immer ein 3D-Game sein. Jedoch habe ich zum Beispiel selbst auch den Trailer, den kann ich doch mal hier mal kurz zeigen, habe ich teilweise mit dieser Engine gemacht. Also man kann da auch Videos damit machen. Ich gehe mal wieder auf den Laptop. Wahrscheinlich läuft die ganze Zeit Musik. Ja, ne?
So, mach mal wieder aktiv. Aber ich hoffe, man hat mich gut verstanden. So, ich mach mal hier Exit Game. Und da seht ihr auch, dass man ja wunderbar ein Intro damit designen kann. Das ist die Engine. Das ist meine KI. Ich habe auch eine künstliche Intelligenz, die für mich singt. Und das ist die Engine hier. Also da hat man einen anderen Kameraoptik gemacht. Und wie habe ich das hinbekommen? Ich habe einen Aufzug gemacht. Und alles ist um 90 Grad gekippt, kann man sagen. In meinem Spiel geht es auch übrigens darum, man ist ein Grey Alien und man muss aus AR-51 fliehen. Klar, die Zwischendinger und so weiter sind ja so Stock-Videos. Die haben gut gepasst, das Ganze. Aber diese Aufzugsszene oder sagen wir mal in diesem Fall die Szene, die jetzt kommt, wo man halt liegt, so, die wurde komplett mit der Beamer Engine gemacht. I am different. So, das ist mein Spiel. Und mein Spiel hat jetzt aber einen Nachteil, weil ich halt sehr viele Details reingesetzt habe. Ich wechsle das mal kurz um. Auf den Desktop, please. Details sind also quasi, was ihr hier alles seht, ne? Das sind Details. Also sprich jetzt hier Lichter oder im Gegner reinzusetzen und dergleichen, die ganzen Ebenen, unten mal ein UFO hinzuklatschen und so weiter, ne? Wo man hergekommen ist. Und ich mache ein bisschen Musik leiser. Und da ist es so, 1,8 GB mit Sound, mit Grafiken, das ist schon stark limitiert und ich bin hier schon bei ungefähr 2 GB. Und dadurch gibt es ein bisschen Probleme beim Laden, das Game. Wenn man nämlich, ich gehe mal wieder auf den Laptop, nicht die Maus rührt während dem Laden, dann kann das Spiel beim Laden abstürzen. Aber sonst ist das gar kein Problem. Ja, und ich zeige euch mal das komplette Level hier. Mal im Detail komplett. So. Level 19. Man kann natürlich auch Easter Eggs hier einbauen. Das mache ich jetzt kurz. Das ist Spoiler. So, und dann ist das ganze Game auf einmal ein Ego-Shooter geworden. So. Ihr seht hier, Frontkamera hat noch Ruhe und man kann hier wunderbar das Level designen und dergleichen. Kamera nicht aktiv. Gut, dass ich das gerade mal die OBS offen habe. Ja, jetzt wunderbar. Da sind wir ja wieder. So, schief und krumm. Nee, ich möchte nicht drehen. Jetzt ist die Kamera gedreht. So. Jetzt ist die Kamera gedreht. Ja, dann drehen wir das mal komplett um. Gut, jetzt sind wir wieder aktiv. Oh, wir jetzt auch ein bisschen die Kamera gedreht haben. Gut, ja. So, weiter. Das ist Foxtrot 2. Visual contact with the subject. Das sind diese Glaseffekte, die man da hier hat. Und neue Gegner. Habe ich, wie gesagt, auch ein paar weitere Easter Eggs, also da das ja sehr von Half-Life inspiriert ist, das Spiel. Hier kann man speichern, weil ich habe so eingestellt, dass man nicht speichern kann, außer bei den Konsolen hier. Und ja, Musik ändert sich. Und oh Gott.
ja, das ist mein Spiel. Geht dann auch natürlich weiter, klar. So, aus. Full please. So, und das ist wie gesagt mein Game. Ich guck mal gerade. Ja, wunderbar, bin wieder aktiv. Doppelmoppel will ich nicht so. 1000 Buttons. So, ja, und das ist wie gesagt mein Game. Und ja, damit kann man nach wie vor halbwegs aktuelle Spiele machen, also mit der Beamer Engine, und kann das intelligent umsetzen. Man muss halt ein bisschen Ideen dafür haben, wie man es konzipiert. Jo. Super. Wenn noch Fragen sind? Vielen Dank, Christian, bis hierhin. Mhm. Genau, ich gucke hier so nebenbei ein bisschen in den Twitch-Chat. Wir haben eine kleine Latenz auch. Vielleicht kommt da auch noch eine Frage rein. In der Zwischenzeit schaue ich mal ins Publikum. Gibt es eine Frage aus dem Publikum an Chris? Ich guck mal gerade. Ja, es gibt eine Frage. Das. Also erstmal sieht sehr cool aus, was ihr da gemacht habt. Wie groß soll das denn noch werden? Habt ihr ein Ziel? Kam das bei dir an? Kam die Frage? So, ich höre was, ich mache ein bisschen lauter. Okay, also die Frage kam... Nee, die Frage kam bei mir nicht an. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Ansonsten versuche ich das weiter. Meine Frage ist, habt ihr ein Ziel? Soll das noch viel größer werden? Was habt ihr vor? Da höre ich nichts. Also, ich wiederhole es für den Moment einfach kurz. Genau, es kam eine Frage aus dem Publikum, und zwar, wie groß soll das Spiel noch werden? Oder ist es denn schon zu Ende? Oder kannst du etwas zum Umfang erzählen? Dem Umfang... Es besteht, wie gesagt, aus drei Ebenen. Das erste ist sozusagen die Flucht, das zweite ist das Verstecken oder beziehungsweise das tiefe Labor von Area 51. Und ich bringe das, und das dritte ist dann, geht's weiter, das dritte Level. Ich bringe das in Episoden raus. Mein Ziel ist, jedes Jahr eine neue Episode zu releasen und damit auch zu wachsen. Das heißt, die Erfahrungen, die ich mit dem Spielen entwickeln habe, die ich auch damit mache, dann damit, will ich dann in die nächste Episode übertragen. Bevor ich jetzt ein Monsterspiel rausbringe, das eher so meh ist, möchte ich sozusagen lieber ein kleines Spiel rausbringen, damit Erfahrungen sammeln, auch Stimmen aus der Community reinholen, um dann aber zu sagen, okay, ich möchte das jetzt weiterführen, weiterbringen und in der nächsten Episode verbessern vor allem. Okay, vielen Dank dafür. Es gibt eine Frage aus dem Chat. Wie lange hat es gedauert, das Spiel zu entwickeln, Christian? 10 Monate. Mhm. Das heißt, 10 Monate. Ich habe im Januar angefangen und im Oktober war ich fertig. Okay. Also die erste Episode, kann man sagen. Jetzt machen wir dann die nächste Episode im neuen Jahr. Es gibt hier auch noch mal einen Kommentar dazu. Coole Mucke, Alien-like. Also hier noch mal ein kleines Kompliment an die Musik auf jeden Fall. Du hast den... den QR-Code eingeblendet. Darüber kommen wir zum Spiel, beziehungsweise auch über deinen Link hier. Richtig? Okay. Genau, beides. Synthony ist, wie gesagt, da findet man alles. Und mein Spiel kommt nicht nur mit meinem Spiel raus, sondern es kommt auch dann mit einen Soundtrack, tue ich damit reinfügen. Songs, die nicht reingepasst haben, aber vielleicht in die nächste Episode kommen, Artworks kommen da, also sind da drin und dergleichen. Also da ist schon ein großes Paket und wenn man gräbt, also sprich in die Files reingeht und genauer gräbt, wird man auch belohnt, weil da gibt es Secrets, dann, wo man zum Beispiel eben dann die Admin-Gun findet, die ihr gerade gehört habt und gesehen habt. Okay, super. Vielen Dank dafür. Stehst du denn auch weiter zur Verfügung, wenn man Fragen hat? Findet man eine E-Mail-Adresse bei dir auf der Webseite oder wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Ja, ja. Kompletto, beziehungsweise meine Musik wird da fett geworben auf Bandcamp und man kann da mich kontaktieren. Ich bin in Discord sehr aktiv und dergleichen. Und ja, demnächst wird halt sehr viel mein Spiel präsentiert von fremden YouTubern. Also ich bin selber nicht auf YouTube drauf, sondern es wird jetzt verschiedene YouTuber geben, Ayatoaster VR oder Tupac VR,
weil mein Spiel gibt es bald in der, sagen wir mal, in einer besonderen Edition, was man dann mit Warp X in PC VR dann auch zocken kann. Okay, cool. Vielen Dank noch für diese Information, lieber Christian. Vielen Dank für deinen Beitrag. Nochmal einen kleinen Applaus für dich. Und dann sehe ich, es gibt noch eine Frage im Chat. Dazu kann ich nur sagen, kommt gerne im Jupiter vorbei, dann wisst ihr, wo die Person steckt. Wir machen ganz, ganz kleine Umbauphase und dann geht es gleich weiter mit einem weiteren Making-of eines Games. Also schaltet auch gleich, bleibt vielleicht einfach da, lasst den Kanal offen. An der Stelle auch nochmal muss ich erwähnen, vielen Dank an Ott Nina, die wieder ihren Kanal zur Verfügung stellt, dass wir bei dir streamen dürfen. Und dann sehen wir uns gleich um 15.30 Uhr mit dem nächsten Beitrag. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir hatten eine kleine Umbauphase. Ihr seht das, wir haben einen anderen Computer hier stehen. Ja, kommt alle wieder gerne näher hier im Jupiter. Wir machen weiter mit der Speakers Corner. Es gibt gleich einen Beitrag, der direkt von der Bühne gestreamt wird. Für alle, die es noch nicht kennen, die Speakers Corner ist ein Format, wo man eigene Beiträge einreichen kann. Wir kuratieren die dann und möchten möglichst vielen Einreichenden eine Bühne geben. Wir haben unterschiedliche Dinge dabei gehabt, vielleicht nochmal so als Info. Wir streamen ja aktuell gerade bei Ott Nina. Vielen Dank nochmal dafür. Ihr könnt da einfach einschalten auf Twitch, Ott Nina oder auf dem Play Festival. Auf der Website ist es auch verlinkt. Und alles, was bisher war, wir hatten über Atari, Sexismus, Crunch was gehört. Wir haben was über Angst in Spielen gehört, sogenanntes FOMO, Fear of Missing Out. Wir haben eine alte Engine von 2005 gesehen und wie man damit noch Spiele generieren kann. Das könnt ihr alles auch im Nachhinein nochmal euch anschauen auf Twitch. Und jetzt machen wir weiter mit, jetzt muss ich wieder mein schlaues Handy rausholen, Marvin Vadius. Und Marvin Vadius hat ein Spiel mitgebracht, Tainted Treasure, und er hat ein Making-of in seinem Talk mitgebracht. Und das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen, Marvin, deine Bühne. Dankeschön, Dankeschön. Genau, also zuerst einmal zu mir. Ich bin Marvin Vadius, habe dieses Jahr meine Ausbildung bei der HTK Academy hier in Hamburg für Game Creation zu Ende gemacht. Und jetzt will ich euch einmal das Abschlussspiel, was ich geschafft habe, präsentieren. Das Ganze ging über zwei Semester, war eigentlich schon nach dem fünften Semester fertig und dann durfte ich es noch ein Semester weitermachen, damit, weil es noch so viele Ideen gab und ich noch viel weiter reinbringen wollte. Genau, aber damit man überhaupt erstmal ein bisschen sieht, worum es geht in dem Spiel, zeige ich einmal kurz den Trailer. Also erstmal, das Spiel heißt Tainted Treasure, ist ein 2D-Spiel, was man auf dem Handy spielen kann. Und ist in der Godot Engine entstanden. Und genau, die Hauptmechanik in dem Spiel geht viel um Timing und schnell reagieren. Aber dafür gucken wir uns erstmal den Trailer an. Also im Prinzip macht man in dem Spiel nichts anderes als 2 gegen 2 Kämpfe und man muss die ganze Zeit aufpassen, was der Gegner macht. Also wenn der hebt zum Beispiel irgendwie seinen Arm und du musst in die Richtung ausweichen, in die er seinen Arm bewegt, weil du weißt dann, dass er zum Beispiel den linken Charakter angreift oder halt den rechten. Und da muss man immer aufpassen, okay, wie zeigen sie mir jetzt, wen greifen sie an, und dementsprechend muss ich in die Richtung springen oder halt in die andere. Die Idee ist mir gekommen, als ich einen alten Mario und Luigi-Teil gespielt habe. Da ist das Prinzip im Grunde das gleiche. Also man muss aufpassen, wann die Gegner zum Beispiel hüpfen, damit du das kontern kannst oder ausweichen kannst im richtigen Moment. Ich wollte halt kein Turn-Based-Strategy-Game machen, sondern so, dass ich die ganze Zeit, während ich spiele, immer
immer fokussiert sein muss und nicht warten muss, okay, ich drücke jetzt die Taste und warte, was passiert, sondern man muss die ganze Zeit gucken, was passiert, muss im richtigen Moment reagieren. Und die Story-Idee war eigentlich nur eine ganz simple, zwei kleine Brüder gehen auf eine Reise und wollen einen Schatz finden. Und genau, das war einfach eine ganz, ganz simple Story, die sollte simpel sein, weil das Spiel halt auf dem Handy funktionieren sollte und eher so an Casual Gamer gerichtet ist. Und wenn man ehrlich ist, wenn man ein Handyspiel spielt, dann interessiert einen die Story auch nicht so wirklich. Deswegen habe ich da was ganz Leichtes gemacht. Und das Ziel von dem Spiel war im Grunde, dass man es irgendwie beim Arzt, im Wartezimmer oder im Zug oder sowas spielen kann. Das war immer so meine Wunschvorstellung. Genau, ich habe mir am Anfang zwei Regeln gesetzt oder ganz viele Regeln gesetzt, aber die Hauptregel war sozusagen die Zahl 2. Das sieht man einerseits daran, dass das Spiel die ganze Zeit nur in zwei Farben existiert, also einmal die Primärfarbe und die Sekundärfarbe. Und das hat den Vorteil, dass man ein einheitliches Design sofort hat, egal was man anstellt. Man hat so, es wird niemals out of place aussehen, weil die gleichen zwei Farben die ganze Zeit benutzt werden. Dann mag ich diesen Ein-Bit-Stil auch, weil es halt Kreativität anregt. Und es gibt halt den Vorteil, dass es einen schnelleren Workflow ermöglicht. Also ich muss jetzt nicht in den Detailarbeiten der Charakteren mich vertiefen, sondern kann es eher grob machen und das wird dann schon irgendwie funktionieren und dann kann man das gut reininterpretieren. Die Zahl 2 kommt auch vor bei den Kämpfen, also immer 2 gegen 2 Kämpfe. Wir haben auch immer 2 Attacken, bei denen man sich entscheiden kann, ob man die linke oder die rechte Attacke nimmt. Da war auch noch eine andere Regel, dass man das ganze Spiel nur mit Swipe-Inputs schaffen sollte und am besten auch nur in einer Hand, sodass ich nicht im Zug mich konzentrieren muss, sondern das so ein bisschen nebenbei daddeln kann. Das war so das Ziel. Und deswegen waren die Swipe-Inputs wahrscheinlich das Einfachste, was man machen konnte. Und man hat zum Beispiel auch die 2 Richtungen beim Ausweichen. Also entweder gehe ich nach links oder nach rechts, wenn der Gegner mich attackieren möchte. Es gibt auch noch 2 Räume nach jedem Kampf, also wo man sich entscheiden muss, ob man in den linken oder in den rechten Raum geht. Und ich hatte auch noch die Regel, dass ich so wenig Text wie möglich in dem Spiel habe. Also, dass man alles perfekt irgendwie mit Icons oder sowas verstehen kann. Ich habe auch viele Farbvariationen versucht und verschiedene Charakterdesigns und so, habe die aber am Ende eigentlich verworfen und das alles noch simpler gestaltet, als es hier sogar schon aussieht. Weil es hat sonst zu lange gedauert mit den Animationen und ich wollte möglichst viel Variation haben. Deswegen habe ich das Ganze ein bisschen vereinfacht. Ich habe auch verschiedene Größen getestet, zum Beispiel im Hochformat oder Querformat. Alles mal ausprobiert und mich dann am Ende für das Hochformat entschieden, weil ich dachte, das ist so am einfachsten zum nebenbei spielen. Habe auch verschiedene Charakterskizzen gemacht und wollte halt 2 kleine Brüdercharaktere haben, die natürlich trotzdem noch sich ein bisschen unterscheiden sollten. Und deswegen habe ich mir so eigene Details überlegt. Also der eine Bruder hat zum Beispiel so ein Stirnband und der andere, dachte ich erst, kriegt einen Rucksack oder so, aber der hat im Endeffekt einen Hut bekommen. Das sieht man hier. Genau, und das hat dann so ein bisschen das Piraten-Theme, dass sie nach einem Schatz suchen. Der eine hat halt so einen Piratenhut auf. Genau, als ich mich dann für den einen Bit-Stil entschieden habe, habe ich verschiedene Mockups gebaut, wie das Ganze aussehen könnte, habe verschiedene UI-Designs getestet und auch Dekorationen getestet, aber die habe ich am Ende wieder verworfen, weil ich fand, das war ein bisschen zu unruhig und man konnte sich nicht mehr so genau auf den Kampf konzentrieren, sondern man hat dann irgendwie auf die Steine geachtet oder so und das war dann halt blöd. Dann habe ich das wieder rausgeworfen. Ich habe auch verschiedene Prototypen gehabt, die sind hier jetzt auch noch in verschiedenen Farben. Da habe ich mich gefragt, wie mache ich dieses Timing-System, dass man gut reagieren muss die ganze Zeit und hatte da die Idee, dass die Charaktere Attacken sozusagen spawnen, so wie in Pokémon, dass man sagt, ja, er sagt jetzt, er beißt zu und dann sieht man da irgendwie so eine Wolke, die zubeißt. Das wollte ich aber irgendwie nicht, sondern, oder beziehungsweise, da kommen wir gleich zu, warum ich das nicht gemacht habe. Man wusste nicht so richtig, wann man swipen soll und es war alles sehr unklar und hat auch keinen Spaß gemacht. Dann habe ich noch
das weiterhin versucht und habe verschiedene UI-Navigationen getestet, die waren dann aber auch sehr unklar und habe sogar noch was anderes probiert, zum Beispiel andere Attacken, die sozusagen so Skill-Checks sind, wo man dann immer in die richtige Richtung wischen muss, je nachdem, ob da gerade ein Schild ist oder nicht. Aber das hat alles irgendwie keinen Bock gemacht und deswegen habe ich das alles wieder verworfen und wieder was anderes angefangen und dann kam ich auf die Idee, die es schlussendlich auch geworden ist. Und zwar hat jeder Charakter eine eigene oder verschiedene eigene Angriffsanimationen und jede Animation an sich hat den perfekten Moment, wann du zuswipen kannst oder auch einen Moment, wo es zu spät ist oder wo es ganz wenig Schaden macht. Das sieht man hier ganz gut. Solange es in dieser Okay-Phase ist, machst du nur 0,5 Schaden. Bei Good ist es einmal Schaden und sonst danach irgendwie mal 1,5 oder 2 oder so. Und das ist halt für jede einzelne Animation dann anders. Genau, und ich wollte halt, dass im Optimalfall jede Animation an sich einzigartig ist und an sich auch erzeigt, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Aber ich habe das trotzdem noch untermalt mit so einem kleinen Glanzeffekt, der so oben auf dem Kopf erscheint und auch noch einen Sound, der dann immer abspielt, damit man weiß, okay, jetzt hat es so ein komisches Geräusch gemacht, jetzt muss ich schnell wischen. Genau. Bei den Gegnern ist das Ganze dann ähnlich. Die haben auch verschiedene Attacken und jeder Gegner hat verschiedene Attacken, die einzigartig für diesen Gegner sind. Und die zeigen dann halt immer an, wen sie angreifen. Zum Beispiel, dass man dann die Spitzhacke auf der einen Seite hat und dann weißt du, okay, auf der Seite muss ich ausweichen. Aber dann gibt es halt auch Gegner, die das quasi extra machen, dass die eine Seite erstmal andeuten und dann doch woanders hingehen, damit du es bei jedem Gegner selber rausfinden musst und langsam lernen musst. Genau, und hier funktioniert es so, dass es ein Event gibt, wann die Attacke Schaden machen würde und da wäre es jetzt bei diesem Skelett zum Beispiel, wenn die Spitzhacke den Boden berührt, dann würde es Schaden machen und das musst du dir halt als Spieler merken. Genau, und dann gibt es halt dieses Ausweichsystem, dass man, wenn man im richtigen Moment noch in eine Richtung wischt, dass man in diese Richtung eben auch springen kann und dementsprechend keinen Schaden nehmen würde, wenn es denn die richtige Richtung war. Und wenn man in die falsche Richtung gesprungen ist, dann kriegt man halt den Schaden. Und dafür hat man auch immer pro Angriff nur einen Versuch. Und wenn man richtig ausgewichen ist, dann kann man danach noch eine Konterattacke machen und das ist so der Haupt-Damage-Output von dem ganzen Spiel, so damit wirklich diese Hauptmechanik vom Reagieren, ich flüchte in eine Richtung, dass das Wichtigste ist, weil wenn du es richtig gemacht hast, dann hast du noch einen kurzen Moment Zeit, wo du nach oben wischen kannst und dann machst du Schaden an dem Gegner. Und so kommst du am schnellsten und am besten durch das ganze Spiel. Dann habe ich das Ganze aber noch balancen müssen, weil zum Beispiel, wenn ein Spieler stirbt, also ein Charakter stirbt, dann funktioniert dieses ganze System nicht mehr, weil die Charaktere würden ja nicht den angreifen, der tot ist, sondern nur noch den einen, der lebendig ist. Und deswegen ist immer klar, wo du ausweichen musst, nämlich jetzt hier in dem Fall nach links. Und das Ganze habe ich so automatisch gebalanced quasi, dass das Ausweichen zwar leichter wird, du weißt immer, du musst mit dem Linken ausweichen, aber dafür wird das Spiel an sich schwerer, weil du nicht mehr nicht mehr mehrere Attacken pro Runde hast und so. Das hat sich dann automatisch leicht gebalanced. Das Problem ist aber trotzdem, dass die Mechanik in die Brüche geht, wenn ein Charakter tot ist und deswegen habe ich so ein Wiederbelebungssystem eingebaut, damit man sein Leben teilen kann und den anderen Charakter die Hälfte von seinem eigenen Leben gibt, damit man wieder beide hat im Spiel und mit beiden spielen kann. Es gibt noch ganz viele andere Räume, zum Beispiel einen Raum, wo man sich einfach heilen kann, einen Shop für verschiedene Items, einen Raum, wo man einfach Items geschenkt bekommt und sich entscheiden kann, ob man die nimmt. Es gibt noch eine Snackmaschine, wo man sich für Consumables entscheiden kann und die im Kampf verwenden kann, zum Beispiel, dass du deinen Gegner anzündest und der immer am Anfang seines Zuges ein bisschen Schaden kriegt. Oder es gibt noch einen Raum, wo man ein Item austauschen kann gegen ein anderes, wenn man nicht zufrieden ist. Oder auch zum Beispiel das Gleiche mit seinen Angriffen, dass man seine Angriffe austauschen kann pro Charakter. Genau, hier sieht man einmal, wie ich so an das Design der Gegner gegangen bin. Da habe ich einfach mir verschiedene Vorlagen ausgesucht, hier zum Beispiel so einen kleinen Froschgegner und habe den erstmal in der Silhouette versucht hinzukriegen, dass man das erkennt.
Und dann habe ich mir meistens ausgedacht, was so die witzigste Idee wäre für einen Angriff. Zum Beispiel gibt es hier bei dem Frosch einen Angriff, wo er die Zunge ausstreckt und eine Fliege fängt und die dann auf dich raufspuckt und das macht den Schaden. Und so bin ich immer an die Charaktere rangegangen. Beispielsweise auch hier bei so einem Fisch habe ich dann auch erstmal die Silhouette erarbeitet, habe das grob animiert und ins Spiel gebracht, dann geguckt, okay, das ist noch nicht ganz perfekt, ich mache den doch größer und bin dann immer hin und her gegangen, ganz schnell und habe viel iteriert. Dann am Ende das ein bisschen feiner gemacht, damit es nicht mehr so hässlich aussieht und habe dann noch Sounds eingefügt und so. Genau, es gibt auch noch verschiedene Gegner, verschiedene Bossgegner, die dem Spieler negative Effekte geben kann, zum Beispiel einen Frosteffekt, wo man dann für eine Runde einfach eingefroren ist und nichts machen kann. Man kann auch selber auch verbrannt werden von dem Gegner. Die Bossgegner haben auch noch verschiedene, also die haben drei verschiedene Angriffe und die normalen Gegner immer nur zwei. Und die greifen auch viel öfter hintereinander an, deswegen sind die auch ein bisschen schwieriger. Und die habe ich halt reingebaut, damit es ein kleines bisschen eine Gameplay-Abwechslung gibt. Und zwar gibt es dann hier so ein kleines, ich sag mal, Minigame, wo man im richtigen Moment hochwischen muss, um diesen Totenkopf zum Beispiel zu treffen. Und wenn man dieses Herz trifft, was da die ganze Zeit hin und her läuft, dann würde sich der Gegner auch wieder hochheilen. Und das ist dann auch nochmal mit einem Combo-System untermalt, damit es noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt, dieses System. Ich habe auch die Musik selber gemacht für das Spiel. Wir können einmal kurz reinhören in ein Battle-Theme. Genau, und die Musik ist quasi so ein 8-Bit-Chip-Tune-Ding, also es hat so eine Retro-Optik, sag ich mal, da gibt es ganz viele verschiedene Lieder, die man auch bei Spotify und überall anders anhören kann. Und die ist auch adaptiv, die Musik. Man hier einmal darauf achten, was passiert, wenn man den Raum verlässt und in einen neuen kommt. Da spielt im Grunde die gleiche Musik, die vorher auch gespielt hat, bloß ein bisschen gechillter und relaxter, damit man sich ausruhen kann nach einem Kampf. Und das gibt es halt für jedes Gebiet, in dem man ist. Genau, dann habe ich überlegt, was kann ich noch als Variation reinbringen. Habe schon ein bisschen drüber gesprochen hier über die Consumables, dass die Gegner verschiedene Effekte haben können, zum Beispiel elektrisiert sein können und an den Partner Schaden schicken können. Oder auch eingefroren werden können, verbrannt werden können. Ich habe auch noch Schwierigkeitseinstellungen in das Spiel reingebaut, damit jeder Spieler selber entscheiden kann, wie er das gerne spielt. Und dann, wenn man den schweren Modus benutzt, dann wird das Ganze halt ein bisschen schneller und man muss schneller reagieren und die Gegner machen mehr Schaden und solche Sachen. Ich habe auch noch Challenges eingebaut, damit man so quasi Achievements haben kann und für die ganz krassen Spieler, die dann alles schaffen wollen, die können dann alle Achievements versuchen zu kriegen. Da habe ich dann auch ein paar Easter Eggs drin versteckt und so weiter. Genau, das kann man sich auch alles im Menü anzeigen lassen. Genau, und das war im Grunde meine Präsentation über mein Spiel. Wenn ihr jetzt schnell seid, dann könnt ihr gratis Codes erwischen. Ich habe 2 Codes für iOS, 2 für Android da und genau, ihr könnt einfach nach Tainted Treasure suchen, wenn ihr euch das Spiel gefallen hat. Mal auf einer Zugfahrt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Voll gut. Vielen Dank, Marvin. Ich war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich habe es mir direkt gekauft. Sehr gut. Mich hast du total abgeholt, weil ich bin ein absoluter Roguelike-Fan. Ja. Von daher, vielen Dank. Ich finde es auch ein ganz, ganz tolles Design und fand es auch wunderbar, reinschauen zu können, wie deine Entwicklungsphasen waren. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum vor Ort? Der Spieleentwickler ist anwesend. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten muss ich mal kurz um dich herumlaufen und guck mal in den Twitch-Chat. Wir hatten ja einen kleinen Umbau. Dann nehme ich das mal mit rüber. Na, Moment.
Also es gibt ein Lob auf jeden Fall an dich. Die Animationen sind wirklich schön geworden. Sehr schön, das freut mich. Und es gab noch eine Frage, wenn ich die richtig interpretiere, wegen Jupiter. Was war damit gemeint? Oder das wurde falsch... Oder Jupiter? Nee, das war nicht an dich. Ich glaube, die haben einfach die Nachfrage aus dem Twitch-Chat, was Jupiter ist. Oh, wir haben leider einen kleinen Stromausfall. Oha. Ja, wir können ja mal... Okay, gut. Herzlich willkommen zurück zur Speakers Corner. Ja, wir hatten leider ein bisschen technische Schwierigkeiten. Wir hatten einen Teilstromausfall. Leider sind auch ein paar Games ausgefallen und hier ein bisschen von der Beleuchtung und dem Ton hier auf der Bühne. Aber jetzt können wir gleich wieder weitermachen. Wir haben jetzt quasi eine halbe Stunde Verzögerung im Programm. Das holen wir wieder auf. Genau, ich darf nochmal hier Begrüßung auch an alle richten, die hier durch Jupiter laufen. Kommt gerne näher. Wir haben gleich einen Vortrag. Wir haben Marlene Beilharz zugeschaltet, die uns etwas über Serious Games, das Gegenteil einer Soap Opera, erzählen wird. Unser Thema, das ist ja unser Festivalthema, Soap Opera. Da geht es auch mal um Höhen und Tiefen, um Gefühl und Schmerz. Und Serious Games, wenn man so möchte, deutsch übersetzt, ernste Spiele, ernsthafte Spiele, haben auch schwierige Themen. Aber es gibt da auch auf jeden Fall sehr gute und wichtige Spieltitel. Und die wird euch jetzt Marlene vorstellen. Liebe Twitch-Gemeinde, auch hier nochmal schön, dass ihr zuschaut. Vielen Dank an Ottnina, dass du das Festival, dass wir das bei dir streamen dürfen. Ihr könnt gerne im Chat Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, formuliert sie möglichst früh, weil wir natürlich ein bisschen Latenz haben. Und so kann ich dann die Fragen quasi hier noch an Marlene weitergeben. Weitergeben ist das Stichwort. Liebe Marlene, schön, dass du da bist. Ich möchte das Wort gerne an dich übergeben. Du kannst dich gerne auch noch kurz vorstellen und dann sind wir sehr gespannt auf deinen Beitrag. Weil ich nicht überall die Kreuze zuhören wollte. Aber ich kann. Ja. Kannst gerne starten, die Präsentation. Also, das ist meine Ich höre mich nicht mehr. Und die anderen auch nicht besser. Also, wir hören dich sehr gut. Ah, okay. Ja. Jetzt höre ich euch auch. Gut. Fast. Also, das ist meine Struktur. Ich werde zuerst genauer in Begriff erklären, dann werde ich einige Beispiele vorstellen, dann werde ich über die Potenziale von Serious Games sprechen und freue mich, wenn wir nach dem Fazit noch Zeit für eine kurze Diskussion haben. Jetzt bin ich leider ein bisschen aus meinem gekommen, aber ich krieg's wieder hin. Weiter gerne. Also hier, der Begriff Serious Games. Der Name ist ein bisschen umstritten, Serious Games, weil er irreführend ist, denn er stellt die ernste Thematik in den Vordergrund. Die ist aber trotzdem. Die ist nicht allein ernst, sondern ist trotzdem unterhaltsam erzählt. Und Serious Games sind eine Art von
oder Sideshow. Das sind welche, die Themen, die hier geschickt zum Beispiel haben können, sind Nationalsozialismus und Widerstand, Krieg, geschichtliche Themen. Also alles auf sich. Das sind auch alles Themen von der digitalen Erinnerungskultur. Oder sie können auch Themen haben wie Radikalisierung, Mobbing, schwierige Lebenssituationen. Weiter. Jetzt zeige ich einen Trailer von To the Darkest of Time. Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht. Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. Und so war ich nicht überrascht, als sie mich holen kamen. Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich würde alles genauso wieder machen. Ja, das war... Ja. Ja, es war erzählt von To the Darkest of Time. Kennt ihr Spiel? Was denkt ihr darüber? Wollte ich mal fragen. Aber vielleicht macht ihr euch dazu jetzt mal Gedanken, was ihr darüber denkt. Und wir machen die Diskussion. Lieber am Schluss. Right. Genau, also ihr habt den Trailer gesehen, das hatten wir gestern so abgesprochen, Marlene und ich im Check, im Technik-Check. Also lasst es mal wirken, den Trailer, macht euch mal Gedanken dazu und dann, wenn ihr es auch kennt, lasst uns gerne später nochmal darüber sprechen. Vielen Dank, Marlene, ich gehe mal eins weiter, genau. Ja. Also, The Darkest of Time ist ein sehr gutes Spiel, finde ich. War auch sehr gut. Und ist ein Antikriegsspiel. Und es geht darum, die Hauptsache Widerstand zu leisten. Der Widerstand ist Spielmechanik. Man leidet von 33 bis 45. Wenn man nicht aufgelöst wird, eine Gruppe, und die Aufgaben sind, man muss Verantwortung für die MitstreiterInnen und auf des Regimes übernehmen. Man ist, beziehungsweise die Aufgaben, die man meistern muss, da gehört auch, dass man ständig in Dilemmasituationen ist. Und entscheiden muss. Und diese Entscheidungen haben Folgen, mit denen man dann auch leben muss, da man nicht zurück kann. Was auch ganz wichtig ist, es kann aber keine Geschichte umgeschrieben werden und es können keine Gewaltfantasien aufgelegt werden. Von diesem Spiel gibt es jetzt auch bald ein Nachfolger, The Darkest Falsch, der spielt in den 50er Jahren und man agiert
zusammen mit dem Staatsanwalt Fritz Bauer. Ich weiß nicht, ob ihr noch alle kennt, aber das erkläre ich jetzt mal nicht. Mit dem tut man auf jeden Fall die Nazi-Verbrechen aufdecken und Nazis hinter Gitter bringen. Weiter. Zeit noch ein Spiel und noch ein, das ist Pass aus. Das ist ein, ja, davon zeige ich es auch in Teil. Hey guys, it's Abdullah. I used to be an average kid. You know, going to school, listening to some music, and of course, playing some video games. Well, lots of video games. Everything changed in Syria when the war started. My home had become a war zone. I wasn't a gamer anymore, but a refugee. And this is the story of my escape. Remember, guys, don't get me killed. Ja, das war der. Weiter. Das war ein Trainer vom KV und das ist ein autobiografisches Adventure. Man spielt Abdullah als Kind, der hier Check heißt, aber egal. Und das Besondere an dem Spiel ist, der echte Abdullah als Erwachsener kommentiert die Handlung der Spieler und des Spielgeschehen. Dadurch wird es verfremdet und bringt eine Distanz. Man wird konfrontiert. Die Hauptthemen des Spiels sind der Krieg und die Flucht und die Fluchtordnung. Man hat in dem Spiel gibt es einen Perspektivwechsel bei den SpielerInnen. Auf einmal hat man nicht mehr wie sonst die Perspektive auf die Geflüchteten, also den Blick auf die Geflüchteten, sondern erlebt die Erfahrung eines Flüchtlings. Weiter. Und jetzt stelle ich noch ein Spiel kurz vor, das War of Mine. Das ist ein Antikriegsspiel und das war echt hart. Also das ist emotional sehr stark, denn die Themen sind hier, man muss im Krieg überleben und die Themen sind Kriegsverbrechen und Traumata. Not, Armut, Hunger, das Dilemma zwischen Leben und Leben lassen. Denn um zu überleben, muss man stehlen. Und wenn man Leuten Essen steht, überleben die vielleicht nicht. Es wird gefeuert, wenn man zu unmoralisch handelt, werden die Charaktere depressiv und man erkennt vor, wie man sich und man schult so, wie man eine Balance zwischen einerseits geforderten moralischen Handeln findet und den eigenen Überleben andererseits. Weil man eben immer mit den Konsequenzen seiner Handlungen leben muss. Und nebenbei wird nicht nur die eigene Handlung, sondern auch das Kriegsgeschehen
of her. Right. Ein bisschen war ich halt Jessica. Das ist eigentlich eine Detektivgeschichte. Man ermittelt, wie es zum Selbstmord von Jessica kam als Polizist. Und man wird in dem Spiel Zeuge eines Radikalisierungsprozesses. Darum geht's. Und wir haben sind eben durch die Trennung der Eltern der Radikalisierungsprozess des Abrutschen in ein rechtsextremes Milieu, militant, rassistische Reden, auch vielleicht eine Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt, Alkoholismus und letztlich ihr Suizid. Deshalb auch die Triggerwarnung. Right. Jetzt komme ich zu den Potenzialen, beziehungsweise sage, warum sind Serious Games so wichtig für uns, für unsere Kultur? Serious Games sind Wissens- und Geschichtsvermittlung sind digitale Kulturvermittlung noch dazu auf unterhaltsame Weise. Sie fordern verantwortliches Handeln. Und die SchülerInnen müssen mit den Konsequenzen leben, sagte ich ja vorher. Die Dilemma-Situation fordern allerdings Kompromisse, mit denen man dann eben auch leben muss. Zum Beispiel muss man bei To the Darkest of the Tides entscheiden, ob man Zivilopfer in Kauf nehmen will, um den Nazi-Regime oder ob man sich traut, trotz der Belagerung von USA-Schlägern in jüdischen Laden einzukaufen. Da ist natürlich mit solchen Situationen, die natürlich gefährlich waren oder wo man weiß, dass sie auch im Spiel gefährlich sein werden, erfährt man Druck, Gefahr, auch die geschichtliches Wissen. Einziges Schicksal kann man durch simulierte Situationen nachempfinden. Weiter. Jetzt bin ich auch schon beim Fazit. Serious Games haben einen Bildungsauftrag und können herkömmliche Lernmittel ergänzen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall und viele teilen diese Meinung. Die ernsten Themen können auf unterhaltsame, spielerischerweise gezeigt werden. Zivilcourage und ethisches Handeln kann geschult werden. Einzelschicksale werden das alles kann Serious Games leisten und die Spielerinnen, die nicht nur Handelnde, sondern auch immer Beobachtende der Handelnde sind, kommen, wenn sie ich wieder ernst nehmen, das ist immer die Voraussetzung, in eine Reflexion, wie man sich gut verhalten soll im Idealfall. Jetzt bin ich fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Super. Ja. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen?
Genau, vielen Dank für den Ball, den nehme ich gerne auf, Marlene. Vielen Dank für deinen Vortrag. Habt ihr hier aus dem Publikum Fragen an Marlene? Es gibt eine Frage, ich reiche mal das Mikrofon weiter. Hallo Marlene, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe mich... ...dann als Rollenspiele, Erzählspiele oder Brettspiele und haben sich auch schwerpunktmäßig schon auf Veranstaltungen mit politischer Bildung, zum Beispiel eben Geschichtsaufarbeitung durch solche Spielmethoden beschäftigt. Und da kamen immer wieder sehr kritische Gedanken auf. Da wüsste ich gerne, was du dazu sagst. Also zum Beispiel, kann man denn überhaupt in einem Spiel, das ja keine echte Lebenssituation ist, sowas erleben? In einer Weise, dass das dem dann auch gerecht wird, was da versucht wird zu vermitteln. Und ich wüsste gerne, was du dazu sagst. Ich kenne jetzt nur Serious Games als Computerspiel und nicht als Brettspiel. Aber diese Diskussion kenne ich. Ich finde, ja, das können sie. Natürlich kann man nicht 1:1 nachempfinden, was damals war. Aber wie soll man das herstellen? Ich finde, Serious Games und Spiele sind ein Medium, was Jugendliche anspricht. Und deshalb können sie auch diese Themen aufgreifen. Und ich sehe da mit wenig Schwierigkeiten. Natürlich muss man aufpassen, dass kein Missbrauch passiert. Aber die Szenen, finde ich, in Spielen zu behandeln, ist nicht falsch. Andere Fragen hier im Publikum. Ich gucke mal so ein bisschen noch in die Technik. Es gibt keine Fragen aus dem Twitch-Chat. Falls ihr noch welche habt, formuliert sie gerne jetzt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir Marlene verabschieden. Liebe Marlene, du hattest ja vorhin auch, ich mache das einfach mal in der Präsentation zurück, müssen wir nicht anzeigen können, sondern ich kann sie einfach nochmal wiederholen. Für die, die anwesend waren hier im Publikum oder auch im Twitch-Chat, hattest du ja die Frage reingebracht, Through the Darkest of Times, kennt ihr das Spiel, was denkt ihr darüber? Wenn ihr jetzt in dem Moment habt ihr euch Gedanken dazu gemacht und Marlene wünscht sich da gerne auch ein bisschen Diskussion oder auch eure Gedanken dazu. Wir hatten jetzt einen Beitrag dazu gehört, wenn es um das Live-Spiel geht, aber lasst uns gerne nochmal zu den digitalen Spielen zurückkommen. Also ist eine Frage nochmal an das Publikum, die das Spiel auch einfach kennen. Was denkt ihr über dieses Spiel Through the Darkest of Times? Wir können es mal so machen. Ich frage auch einfach mal Marlene, genau, du kannst das Publikum nicht sehen. Ihr könnt euch ja mal kurz melden, wer es überhaupt kennt. Kennt jemand das Spiel? Ihr müsst euch nicht äußern. Einfach mal kurz. Okay, stark. Mhm. Es hat sich jetzt niemand gemeldet, Marlene. Also von daher könnten wir jetzt, glaube ich, beide sagen, das ist eine Empfehlung, das einfach mal zu spielen, oder? Was meinst du? Ja. Ich würde jedem empfehlen, es zumindest mal anzuspielen, damit man sieht, wie das Spiel die Chancen nutzt und einen in die Verantwortung nimmt und was das Spiel für, damit man die Potenziale eben besser einschätzen kann. Wenn niemand das Spiel kennt, wie ich hier sehe, eindeutige Empfehlung ist, anzuschauen. Ja. Ja, also vielen Dank. Ich mache das einfach nochmal für euch alle. Also The Darkest of Times hatten wir als Empfehlung, Path Out, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und dann hatten wir noch This War of Mine als Empfehlung, kann man auch gerne mal reinschauen. Und Jessica. Es gibt vielerlei Serious Games zu dem Thema. Es gibt eine Frage aus dem Twitch-Channel. Bitte? Eine Aussage zum Spiel. Möchtest du die kurz wiedergeben? Das wäre toll. Genau. Entschuldigung, Marlene, wir sind kurz unterbrochen. Es gibt aus dem Twitch-Chat eine Aussage zum Spiel.
Rays hat gesagt, man sollte keine 1:1 Erfahrung produzieren, selbst wenn man könnte. Denn diese Situationen waren ja auch traumatisierend. Wenn man es also realitätsnah darstellen würde, gäbe es eine realistische Chance, dass Leute darunter leiden könnten. Ja, das ist korrekt. Man sollte, also bei ist es relativ realitätsnah, weil Schule darf es auf 1 gerade nicht. Und in der Tat ist das ein großer Akt gewesen, um Leuten nicht zu traumatisieren. Eine 1:1 Erfahrung ist in der Tat schwierig, weil man da tatsächlich Würde verletzen könnte und Würde verletzen könnte und ich sogar das Gegenteil bewirken, nämlich Neonazis Freude bereiten. Das will, hoffe ich, hier niemand. Ich gehe auch davon aus, dass das hier niemand will. Das hast du ja auch in deinen Folien nochmal konkret zu dem Spiel gesagt. Ne? Man darf da auch nicht seine Gewaltfantasien ausleben. Das ist ja auch das Gute an dem Spiel. Aber auch, was du jetzt auch nochmal beantwortet hast und über den Chat, die meisten Spiele, das müssen wir vielleicht noch kurz ergänzen, haben ja auch genau diese Triggerwarnung. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel auch so, mein Vater hatte auch eine Fluchterfahrung und die hat bei uns im Familienleben auch immer, war das ein Thema. Und als der Path Out Trailer kam, hat mich das auch, also ich krieg dann halt eine Gänsehaut. Ich finde diese Spiele auf jeden Fall wichtig und ich finde diese Sensibilisierung, die dahinter steckt, das hast du ja auch betont, auch auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Ich fand, das hast du ganz, war ganz, ganz tolle Zusammenfassung von wichtigen Titeln. Schaut ihr euch an. Ja, bitte. Marlene? Ich hab nur gesagt, es hat mich sehr gefreut. Ja. Wir haben uns. Die Freude ist ganz unsererseits auf jeden Fall. Ich habe hier strahlende Gesichter, die mir zunicken. Das finde ich ganz schön. Ich hoffe, im Chat ist es ähnlich. Nochmals vielen Dank an dich. Wie können wir dich sonst nochmal kontaktieren, wenn jemand vielleicht Lust hat, mit dir in Austausch zu treten und vielleicht noch den einen oder anderen Spieltipp haben möchte? Man kann nicht über meine Mail kontaktieren, man kann mich über meinen Blog kontaktieren, man kann mich über Discord finden, da heiße ich einfach Marlene. Man findet mich im Netz. Sehr schön. Ich finde das ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Einreichung. Vielen Dank für deinen Beitrag. Marlene Beilharz, der Name, ihr findet sie im Netz auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen an sie habt, kontaktiert sie gerne. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord-Server seid, wo ihr Marlene auch kontaktieren könnt, macht das gerne. Geht auf playfestival.de und da ist unser Discord-Server verlinkt. Wir machen eine ganz, ganz kurze kleine Umbauphase. Viele Grüße nochmal zu dir nach Hause, viele Grüße in den Chat und wir machen gleich weiter mit Leon Beckmann. Wir müssen kurz das umbauen. Bis bald. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir machen direkt weiter. Und zwar... Hallo? Wir machen direkt weiter. Und zwar habe ich schon neben mir stehen Leon Beckmann. Und der wird uns was über Among Us erzählen. Aber nicht unbedingt digital. Ich bin gespannt, Leon, was du dabei hast. The stage is yours. Dank. Ja, hi. Ich bin Leon Beckmann. Ich habe heute einen kleinen Vortrag vorbereitet, einen kleinen Input. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und zwar geht es um Among Us im Real Life. Das ist ein Projekt, was ich im vergangenen Jahr verfolgt habe im Rahmen meiner Masterarbeit. Ich komme aus Bielefeld, habe also einen etwas kleineren Weg hier nach Hamburg gemacht. Und da ging es eben darum, dass ich das Spiel Among Us ins echte Leben geholt habe und einen Workshop konzipiert habe, den ich in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der außerschulischen Medienarbeit umsetze und wir das Ganze eben dort darstellen. Und
Das, worüber ich heute ein bisschen reden möchte, ist einmal so ein bisschen die Ergebnisse meiner Arbeit und darum mit dem Schwerpunkt auch, welche Kompetenzen man eben durch diese Übertragung von einem Spiel aus dem Digitalen ins Analoge fördern kann. Und genau, wie gesagt, ich bin Leon Beckmann, komme aus Bielefeld, arbeite dort beim GMKM-Team. Das ist ein Praxisprojekt. Wir fahren in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, führen dort Workshops durch zu verschiedenen Bereichen der Medienpädagogik, von Fotoprojekten über Filmprojekte zu Social Media und auch eben viel im Bereich Gaming. Bin selber eben auch sehr leidenschaftlicher Gamer, seit vielen Jahren aktiv, habe eben auch schon viel Praxiserfahrung im Bereich Medienpädagogik gemacht. Und eben ja, im vergangenen Jahr meine Arbeit mit der Masterarbeit kombiniert. Als ganz kurzen Einstieg, das ist jetzt noch ganz kurz etwas theoretisch, bevor es dann so ein bisschen praktischer weitergeht, eben auch mit dem Fokus auf dem Spiel selber und auf die Umsetzung. Einmal kurz den Blick eben auf die Kompetenzförderung durch digitale Spiele, was so mein Aufhänger ist und wo ich auch mit meiner Arbeit dann hingegangen bin. Und zwar ist es ja generell die Aufgabe und das, was ich mir eben auch als Medienpädagoge zugeschrieben habe, ist es eben Kinder und Jugendliche, Heranwachsende zu stärken für ein souveränes Leben mit Medien. Und dafür werden eben verschiedene Fähigkeiten befördert, dass man eben weiß, wie man Medien begegnen kann, sie einordnen kann, schauen kann, was kann man damit machen, wie kann man damit umgehen. Und dafür werden eben verschiedene Fähigkeiten gefördert, die eben auch ja, als Medienkompetenzen bezeichnet werden, die sich in verschiedenen Bereichen zusammensetzen, sei es von normalem Wissen über Medien, zum Beispiel in dem Fall digitale Spiele, also welche Spiele gibt es, wie funktionieren die, hin zu ja, den Strukturen, in die eingearbeitet sind, also wenn es dann um ja, Spieleentwicklungsplattformen gibt über Spielehersteller, das spielt da eben noch eine Rolle, dann natürlich auch ja, aktuelles Handlungswissen, Reflexion dieser Spiele, die Auseinandersetzung damit eben einmal mit sich selber, was machen die Spiele mit mir, wie ist meine Position zu solchen Sachen, aber auch auf der anderen Seite zu schauen, ja, wie kann man diesem Ganzen eben auch so ein bisschen medien- und gesellschaftsbezogen entgegenwinken. Und diese Medienkompetenzen sind ja eben eine Sache, die wir auch im alltäglichen Umgang und im Umgang mit Medien erlernen, die wir durch die Interaktion mit Medien, indem wir uns damit auseinandersetzen, schon in gewissen Punkten erarbeiten. Aber es gibt eben auch an vielen Stellen Punkte, wo Leute Unterstützung brauchen. Und da kommen eben dann wir als MedienpädagogInnen ins Spiel. Und dann wollen wir eben gezielt solche Fähigkeiten fördern und nutzen eben verschiedene Methoden und verschiedene Art und Weisen mit Auseinandersetzung, um eben sowas zu erreichen. Und genau das wollen wir eben machen, dort die Leute zu unterstützen, die eben diese nicht ausreichenden Kompetenzen eventuell haben. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze und einen Ansatz, den ich auch in meiner Arbeit sehr lange verfolge und was ich eben auch als einen sehr guten Weg finde, um eben solche Sachen zu erreichen und dieses Ziel, eben diesen souveränen Umgang mit Medien zu erreichen, ist die aktive Medienarbeit. Da geht es dabei darum, dass man nicht ein, ja, vorgefertigtes Projekt vorsetzt, sondern wirklich die Kinder und Jugendlichen abholt in der Praxis, ihnen die Möglichkeit gibt, Handlungsräume zu entdecken, wo sie halt selber mit den Medien Produkte erstellen können, wo sie selber aktiv werden können, wie eben auch dieser Name schon verspricht, wo es dann wirklich darum geht, diesen Prozess, der hinter verschiedenen Sachen steht, wie man zum Beispiel einen Film dreht, wie man zum Beispiel verschiedene Fotokollagen macht, aber auch vielleicht, wie man zum Beispiel ein eigenes Spiel generiert oder programmiert, dass man erstmal lernt, okay, welche Schritte braucht man, wie kommt man von einer Idee über eine Programmierung, welche Sachen braucht man. Und das ist eben ein Weg in der aktiven Medienarbeit, das ist eben sehr prozessorientiert. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen genau da abholen, wo sie stehen, wir wollen sie wahrnehmen in ihrer ja, Art und Weise und in ihrer Auseinandersetzung und sie eben als die Expertin wahrnehmen, die sie halt auch sind. Und digitale Spiele sind meiner Meinung nach auch ein sehr geeigneter Gegenstand, um eben genau sowas zu erreichen und auch eben diese Kompetenzen zu fördern. Denn selber in den digitalen Spielen und in den verschiedenen Auseinandersetzungen damit und wenn man eben spielt, ist es auch schon so, dass man verschiedene Kompetenzen sich erspielen kann. Das ist häufig, sind das ja, sensomotorische Sachen, Fähigkeiten, Reaktionsgeschwindigkeit, die Kommunikation miteinander, wenn man mit anderen Leuten zusammen spielt und im Austausch ist. Und das sind eben Sachen, die sind in der Regel
etwas spielbezogen. Also wenn ein Spiel bestimmte Anforderungen an die Spielenden stellt, werden auch diese Kompetenzen gefördert. Das ist so die Hypothese, die ich in meiner Arbeit auch mit aufgestellt habe. Und je größer eben die Anforderungen sind an die Spielenden selber, desto besser können eben auch die korrelierenden Kompetenzen gefördert werden. Und das, was bei digitalen Spielen eben noch wichtig ist, dass Spiele häufig untereinander oder in Spielen selber bleiben. Also Spiele, wenn man eins kennengelernt hat, gibt es bestimmte Mechanismen, bestimmte Funktionen, die man auch in anderen Spielen weitererkennt. Und das sind dann Kompetenzen, die man sich erarbeitet hat, die man auf andere Sachen übertragen kann. Und mit diesem Magic Circle ist quasi gemeint, dass das innerhalb von Spielen bleibt, aber nicht außerhalb dieser Spiele getragen werden kann. Und das ist eben eine Sache, die ich durch diese Übertragung von digitalen Spielen ins echte Leben durchbrechen möchte. Und das Ziel ist es dann quasi zu sagen, dass wir diese Korrelation zwischen der digitalen Welt auf die alltägliche Lebenswelt und diese Übertragung eben mit diesem Workshop darstellen können. Und eben durch diese Methode, wenn man Spiele aus dem Computer rausholt, es eben möglich macht, diesen Magic Circle zu verlassen und letztendlich dann auch die Kompetenzen auch auf die Lebenswelt beziehen zu können. Genau, und dafür habe ich mir eben das Spiel Among Us genommen. Gibt es hier Leute, die das Spiel nicht kennen? Soll ich da noch was kurz erklären oder ist das soweit allen bekannt? Ich denke, das ist ja schon seit sehr vielen Jahren sehr populär gewesen. Es gab ja auch einen riesen Hype, gerade zu der Corona-Zeit. Es geht eben ganz kurz darum, vielleicht auch für die Online-ZuschauerInnen, es geht einfach darum, dass man in eine Rolle von einer Verräterin oder einem Verräter schlüpft oder in die Rolle eines Besatzungsmitglieds und zwei Gruppen in einem kleinen Weltraumsetting gegeneinander antritt und herausfinden muss, wer die anderen oder was die anderen Leute für eine Rolle haben. Und es ist eben sehr geprägt davon, dass man versucht, durch Tücke, durch Finden, durch Versteckspiel, durch Diskussionen und Argumente, die man sich gegeneinander an den Kopf wirft, herauszufinden, wer die anderen Rolle sind und wer eben diese Verräter sind, die versuchen, das Raumschiff zu sabotieren. Und Among Us habe ich halt aus verschiedenen Gründen gewählt. Einmal ist der große Vorteil, dass man das auf allen Plattformen spielen kann und dementsprechend auch natürlich eine hohe Zugänglichkeit hat. Gerade in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, wo ich unterwegs bin, gibt es halt viele Einrichtungen, die eben nicht super gut ausgestattet sind, was verschiedene Laptops etc. ausgeht, und man kann dann eben mit jedem Gerät, was man zur Verfügung hat, darauf zugreifen. Das Gute ist, und das ist eine Sache, die eben auch dann wieder mit diesem davor aufgestellten Hypothese ist, dass man, wenn man Anforderungen an die Spielenden stellt und eben auch eine hohe Adaptivität hat, also die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen einzustellen, dann hat man eben auch die Möglichkeit, viele Kompetenzen zu fördern. Und bei Among Us hat man eben sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und kann das Regelwerk eben so anpassen, wie es gerade zu den eigenen Spielanforderungen ist. Dann ist es auch mit bis zu 15 SpielerInnen spielbar, also auch mit großen Gruppen sowas machbar. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Das Spielprinzip ist an sich relativ leicht verständlich, aber man hat auch je nach Gruppe immer wieder ein neues und auch wirklich sehr spannendes Spielerlebnis. Und das ist eben auch eine Sache, die ja auch gerade diesen Reiz von Among Us ausgemacht hat, als dieser Hype in dieser Corona-Zeit ausgebrochen ist. Und eine Sache, die man jetzt vielleicht sagen könnte, okay, der Hype ist jetzt langsam zurück, das gibt jetzt wieder andere Spiele, die interessanter sind, warum hat man nicht so eins genommen? Meine Erfahrung ist es, und das ist das auch, was jetzt in der Arbeit immer wieder aufgetaucht ist, dass es trotzdem, dadurch, dass es einmal diesen Wiedererkennungswert hat und dadurch, dass es die meisten eben auch schon kennen, es auch irgendwie doch immer noch so einen Reiz ausmacht und Among Us, wir spielen das jetzt und ich finde das eigentlich ganz cool und schau mal, wie ist das jetzt in der Gruppe. Das hat auch so ein bisschen für mich so diesen ähnlichen Charakter, wenn man sich jetzt so ein Spiel wie Werwölfe vom Düsterwald anguckt, was man ja auch in Gruppen immer mal gerne rausholt. Da macht es auch irgendwie doch immer wieder Spaß, auch wenn man schon vielleicht lange nicht mehr gespielt hat, das einfach nochmal rauszuholen. Und gerade wenn man dann eine Gruppe vor Ort hat, die sich real gegenüber sitzt, ist es deutlich spannender und macht einfach viel mehr Spaß. Und deswegen ist es auch nach wie vor noch ein super Spiel, was man sehr gut einsetzen kann. Genau. Und das, was ich jetzt quasi gemacht habe in diesem Workshop und was wir eben dann auch mit Kindern und Jugendlichen machen, ist das Spiel aus dem Computer rausgeholt und das im echten Leben umgesetzt. Und in Among Us gibt es
ja, ganz viele verschiedene Sachen und Punkte, die man eben beachten muss. Und natürlich auch in jedem anderen Spiel gibt es verschiedene Spielinhalte, verschiedene Elemente, die man in einem Spiel vielleicht für selbstverständlich hält und die man dann, wenn man anfängt, diese Übertragung vom Digitalen ins Analoge zu machen, erstmal merkt, okay, wie schaffe ich das überhaupt dann umzusetzen, was normalerweise ein Knopfdruck ist oder was eine kleine Codezeile ist, die eine Bedingung wieder einstellt und dann auch wieder diese Rückkopplung macht. Und das, was man dann eben am Anfang machen muss, wenn man so ein Spiel rausholen muss, ist diese Hauptelemente, die eben so ein Spiel auszeichnen, sich anzuschauen und zu überlegen für die einzelnen kleinen Schritte, eben um nicht das große Ganze auf einmal zu haben, sondern das kleinschrittig angehen zu können, wie kann man diese Sachen umsetzen. Und dann habe ich mir eben diese verschiedenen Elemente angeguckt und das, was man natürlich ganz am Anfang hat, ist erstmal diese Aufteilung in verschiedene Farben. Man kommt in einer Lobby zusammen, kann sich die Farben aussuchen, kann sich die Kostüme auswählen, die Skins, sich verkleiden, ein bisschen rumlaufen, man kann Einstellungen vornehmen. Und das haben wir im Workshop eben so gelöst oder in dem Spiel, dass wir alle einen Schlüsselanhänger bekommen mit einer Farbe, die man sich aussuchen kann. Wir haben dann zum Beispiel so Haarreifen als Skins, die man sich noch verkleiden kann, um sich auch ein bisschen unterscheiden zu können. Und gerade wenn es dann darum geht, in den Diskussionen, in den Versammlungen sich auseinanderzuhalten, kann man da eben ganz gut drüber sprechen. Und das klappt auch immer ganz gut, das mit diesen Schlüsselanhängern und mit den Farben. Genau, das ist so das Erste, was wir da haben. Dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sachen, die auf dieser Karte, wenn man dann in das Spiel selber reinstartet, gibt es verschiedene Punkte, die einem angezeigt werden, wo man hinlaufen kann, verschiedene Points of Interest und die werden in verschiedenen Symbolen dargestellt und das haben wir natürlich auch in der analogen Variante irgendwie lösen müssen. Und da haben wir, wenn wir zum Beispiel in einer Einrichtung sind, fragen wir vorher an und gucken, okay, wie sehen die Räumlichkeiten aus, wie kann man Sachen verteilen und machen dann eben auf so einem Flipchart-Papier, zeichnen wir den Grundriss und verteilen eben diese Punkte und diese Symbole, die man da links sieht, die sind in der Regel entweder für eine Aufgabe, die man lösen muss, das sind eben kleine Minispiele, die man als Besatzungsmitglied lösen muss, die sich dann auf dieser Karte finden. Und wo man dann eben sich zurechtfinden kann, um dann auch zu wissen, wo muss ich denn überhaupt hin. Und dann eine Sache, wir haben, das kann ich vielleicht schon mal vorab sagen, es gibt viele Sachen, die sind eben komplett analog. Es gibt aber auch Sachen, die sind zum Beispiel mit Scratch, das ist eine visuelle Programmiersprache programmiert, wo es einfach auch darum geht, die Sachen, die zwar auch auf eine analoge Art und Weise umgesetzt werden können, noch ein bisschen zu vereinfachen und auch so ein bisschen diese Korrelation und diese Hybridität da auch ein bisschen drin zu haben. Und da haben wir eben einen kleinen Spielemaster programmiert, wo man zu Beginn einer Runde einstellen kann, wie viele Besatzungsmitglieder gibt es, wie viele Verräterinnen gibt es und wie viele Aufgaben müssen gelöst werden. Und das Schöne an diesem Spielemaster ist eben, in dieser Scratch-Programmierung wird dann berechnet, wie viele Aufgaben erledigt werden müssen. Und wenn dann eine Aufgabe von den Besatzungsmitgliedern erledigt wurde, müssen sie das quasi über die Leertaste eingeben und dann wird dieser grüne Balken, den man da sieht, wird dann immer voller und wenn dieser Balken voll ist, weiß man quasi, dass alle Aufgaben erledigt wurden und die Besatzungsmitglieder darüber das Spiel gewinnen. Dann hat man da auch die Möglichkeit, eine Versammlungszeit einzustellen, dass man dann direkt einen Countdown laufen hat und das ist eine Sache, die wir dann auch immer mitlaufen lassen. Und das hat sich eben dadurch vorteilhaft herausgestellt, dass wir jetzt zum Beispiel nicht so ein System gehen müssen, dass man, wenn man eine Aufgabe erledigt hat, vielleicht einen Zettel bekommt, den man dann eingeben muss, den man dann immer wieder erzählen muss, sondern man hat direkt ein visuelles Feedback, was natürlich auch der Vorteil ist, wenn man so ein digitales Spiel hat. Und das konnten wir hier eben über diese Scratch-Programmierung nachbilden und ist eben einfach ein einfacher Weg gewesen, solche Sachen zu tracken. Dann gibt es verschiedene Rollenkarten, die werden einfach ganz am Anfang zufällig verteilt, verdeckt gezogen, in welche Rolle man schlüpft, die werden auch immer wieder abgegeben. Gerade wenn man eben mit Kindern spielt, ist es so, dass die Rollenkarten mal irgendwo liegen bleiben, dass man die vielleicht aus Versehen doch auch den anderen zeigt. Deswegen hat es sich herausgestellt, dass es vorteilhaft ist, wenn man die Rollenkarten verdeckt verteilt, sich die versteckt anguckt und dann auch direkt wieder einsammelt, damit man eben nicht verrät, dass man der Verräter oder die Verräterin ist.
Dann bekommen alle, die diese Runden spielen, so eine kleine Aufgabenkarte, wo diese verschiedenen Aufgaben, die über die verschiedenen Räume verteilt sind, zu finden sind, damit man weiß, wo fängt man an und welche Aufgaben muss ich lösen, um das Spiel am Ende auch zu gewinnen. Die Aufgaben, die wir übertragen haben, sind in der Regel nur die Aufgaben, die sich auf der allerersten Map, der Scaled Map, finden lassen. Die Symbole sind vielleicht manchen auch schon bekannt und ich gehe auch mal hier eine Folie weiter, wo ich einfach mal die verschiedenen Aufgaben mit Bildern dargestellt habe. Und genau, das sind eben, ich glaube, 14 Stück, die wir aktuell umgesetzt haben, die über verschiedene analoge oder analog-hybride Sachen funktionieren. Also entweder mit einem kleinen Stromkreis, der dahinter steckt, mit ja, aus Papier, Pappe, Farben dargestellt oder eben auch über die Möglichkeit, den Makey Makey zu nutzen. Das ist eine kleine Platine, die die Tastatur und die Maussteuerung ansteuern kann. Und dann haben wir auch manche Aufgaben, zum Beispiel das in der Mitte, den Reaktor starten, haben wir so dargestellt, dass in Scratch die Aufgabe programmiert wurde und über eine analoge Steuerung gesteuert wird. Und da haben wir dann nochmal diese Kombination aus der Programmierung in Scratch, der Arbeit mit einem Makey Makey, der hinter so eine ja, Tastatur und auch die Umsetzung von eigenen Knöpfen, von Stromkreisen. Und genau, das sind hier die Aufgaben, die wir haben für diesen Workshop. Das sind bei Weitem natürlich nicht alle, aber das ist auch eine Sache, da komme ich später noch drauf zu. Das ist auch gar nicht der Anspruch gewesen, dass wir eben alle da haben. Ich gehe jetzt noch einmal kurz auf eine Aufgabe ein, um das einfach noch mal so ein bisschen beispielhaft zu zeigen. Wir haben hier zum Beispiel die Aufgabe Strom umleiten. Da muss man im digitalen Spiel, in einem Vorbild, hat man einmal auf der linken Seite diesen roten Schalter, den man hochschieben muss, muss dann in einen anderen Raum gehen und dort den Strom umleiten. Also man gibt den Strom frei, um ihn dann in einem anderen Raum zu akzeptieren. Und das, was wir in der analogen Variante gemacht haben, ist quasi auch nach dem ja, grafischen Vorbild dieses, der Aufgabe im Spiel, ein ja, ungefähr so großes Brett gemacht, wo wir verschiedene bewegliche Schalter gemacht haben, die über kleine, das kann man auch gleich einmal im nächsten Bild sehen, die man eben in dieser Rillen verschieben kann, diesen Schalter, den man drehen kann. Und das, was eben auch in dieser Aufgabe ist, dass erst, wenn man diesen roten Schalter an die richtige Position gesetzt hat, beziehungsweise die roten Schalter, kann man auch die LED auf der anderen Seite zum Leuchten bringen. Und das Ganze darunter sieht dann eben so aus, dass man verschiedene Stromkreise hat, die auch letztendlich einen großen Stromkreis bilden. Und nur wenn dieser rote Schalter an der richtigen Position ist, wird die grüne Lampe leuchten. Und dann, wenn dieser Drehschalter rechts auch an der richtigen Position ist, leuchtet die andere Lampe. Und diese, ja, dieses Feedback über die grünen LEDs ist eben auch das, was bei den meisten Aufgaben dann das Zeichen dafür ist, dass man sie geschafft hat. Die weitere Aufgabe, das hatte ich schon kurz angeteasert, ist eben der Reaktor starten. Da hat man auf diesem Display eine Kombination aus blauen Feldern, die nach und nach eingeblendet werden, die man über diese Tastatur eingeben muss, um das zu wiederholen, so ein bisschen wie Simon Says. Das wird immer ein bisschen schwieriger. Am Ende muss man 5 Felder wiederholen. Genau, und da haben wir quasi diese Vorgabe der zufälligen blauen Felder, haben wir in Scratch programmiert und das dann über dieses große Feld davor mit eigenen Schaltern, die man eben drücken kann, über einen Makey Makey angesteuert. Und dann kann man quasi diese Aufgabe darüber lösen. So sieht das dann auch aus. Diese kleine Box, die da drin ist, ist eine Box, die wir für diesen Makey Makey gebaut haben, die einfach so ein bisschen einfacher zugänglich ist. Und da werden dann auch im Makey Makey wird ein kleiner Stromkreis geschlossen, der dann auch wieder das Signal an die Taste gibt, zum Beispiel, dass die Leertaste am Computer angesteuert werden muss und gedrückt wurde. Und genau, so sieht das dann zum Beispiel in Scratch aus in der Programmierung für diese Oberfläche. Das sind eben so kleine Bauklötze, die man aneinander setzen kann, wo man dann ja, immer eine zufällige Kombination, die generiert wird, die da erstellt wird. Genau, die Aufgaben ist eben ein wichtiger Teil von Among Us und auf der anderen Seite hat man eben die Sabotagen. Die Aufgaben sind besonders wichtig für die Besatzungsmitglieder und die Sabotagen für die Verräterinnen, um eben auch die Sachen und das Spiel darüber gewinnen zu können. Genau, und wir haben 4 Sabotagen. 2 davon sind welche, die wir, die
ich mir selber ausgedacht habe. Das ist einmal die Möglichkeit, eine erledigte Aufgabe wieder zu löschen. Die kann man auch über diesen Spielemaster ansteuern. Das ist das oben links. Dann haben wir das Labyrinth. Das ist die Möglichkeit, die Kommunikation zu stören. Da muss dann erst ein kleines Labyrinth gelöst werden, bevor weitere Aufgaben abgegeben werden können. Und das ist natürlich eine Sache, die den Verräterinnen im Spiel viel hilft, weil sie selber noch mal ein bisschen Zeit schinden können, die ein bisschen Verwirrung stiften können und da eben ein bisschen mehr Möglichkeiten für sie haben, das Spiel zu sabotieren und zu gewinnen. Dann haben wir die klassische Aufgabe, dass der Sauerstoff aufgebraucht ist, wo man einen kleinen vierzahligen Code eingeben muss. Und den Reaktor Schmelze, wo man eben in Kooperation zu zweit die Hände auflegen muss, um diese Sabotage zu stoppen. Sonst würden eben die Verräterinnen gewinnen. Und die habe ich jetzt auch hier noch einmal in der Umsetzung dabei. Da ist es auch so, dass wir in Scratch wieder eine Programmierung haben und eben so zwei Handflächen gelegt haben, die aneinander oder nebeneinander liegen können, wo man dann auch eben zu zweit sein muss, um diese Sabotage zu stoppen. Und das Ganze eben auch wieder mit Scratch und dem Makey Makey. Die Sabotage Sauerstoff aufgebraucht ist einfach eine Programmierung in Scratch, die wir dort gemacht haben, also eben auch eine digitale Sabotage. Und das sind so ein paar Beispiele von den Umsetzungen, die wir da gemacht haben. Und das, was auch eben sehr wichtig ist und das, was auch diesen Reiz von Among Us selbst ausmacht, sind eben die Versammlungen. Wenn ein Notfallknopf gedrückt würde, eine Leiche gefunden wurde, kommen eben alle zusammen. Und das ist das, was wir auch und worauf wir in Workshops eben auch einen sehr großen Fokus setzen, ist, dass wenn wir eben in unserem Versammlungstisch rumkommen und diese Diskussionen führen, gucken wir auch, dass wir darauf achten, dass eben alle Leute zu Wort kommen, dass wir die Möglichkeit haben, dass jede und jede sich verteidigen kann und dass wir halt nicht nur sagen, wir zeigen mit einem Finger auf eine Person, sondern wir wollen eben auch wirklich vernünftige Argumente immer dafür haben. Also diesen Reiz, was es ja auch ausmacht, die anderen Leute in das Licht zu führen, irgendwelche mit Finesse und Geschicke, irgendwelche Intrigen zu spinnen und sich darüber auszutauschen, die anderen auf die eigene Seite zu holen und die anderen dann auch von der eigenen Meinung zu überzeugen oder die anderen hinters Licht zu führen. Das ist ja eben das auch, was das im Among Us im Spiel den Reiz immer ausmacht. Wenn man es schafft, dann eine Runde zu gewinnen, ohne die anderen vielleicht auch umzubringen, weil man einfach die Leute selbst gegeneinander aufgespielt hat. Das ist ja das, was auch diesen besonderen Reiz rausmacht und wo wir eben dann auch im Workshop einen sehr großen Fokus drauf legen. Denn das wir auch immer im Anschluss an Spielrunden schauen, dass wir auch über das, was gerade passiert ist in der Diskussion, reflektieren und dann auch nochmal drüber sprechen, wenn eben zum Beispiel Situationen aufgekommen sind, wo sich Leute unwohl gefühlt haben, wo es Leuten vielleicht schlecht geht und dass sie mit in die andere Runde nehmen würden, da sprechen wir dann eben natürlich auch nochmal drauf und setzen auch einen Fokus, dass wir Gesprächsregeln aufstellen, die dann auch wichtig sind. Und in den Workshops, da komme ich jetzt einmal kurz, die Kinder und Jugendlichen lernen dann eben auch noch selbst, solche Aufgaben umzusetzen. Das kann einmal so aussehen, dass wir eben ganz klassisch Sachen basteln, eben mit Stromkreisen, mit LEDs, zum Beispiel hier ein Puzzle, das, wenn es gelöst wurde, grüne Lampe zum Leuchten bringt, einen Turm zum Abwerfen, ein kleines Dosenwerfenspiel, Und das überspringe ich jetzt an der Stelle einmal kurz und komme zum Ende. Und zwar haben wir in diesen Workshops, ist es so, dass wir diesen Fokus sehr stark auf die Versammlung setzen, auf diesen Austausch, auf die persönliche Kompetenzen, auf die Kreativität anregen, das logische Denken, um auch eben so Intrigen von anderen Leuten aufdecken zu können. Und das, was wir da auch immer wieder gemerkt haben und das, was halt wir durch diesen Workshop eben fördern können, sind halt eben so Kompetenzen, die auf persönlicher oder sozialer Ebene sind, also die Teamfähigkeit, das sozial verantwortliche Miteinander, der Umgang untereinander in diesen Gruppen, der sich dann eben auch auf die, das alltägliche Leben der Jugendeinrichtung übertragen kann. Und in diesen Workshops haben sich auch bei uns schon sehr viele Freundschaften gebildet, die wirklich sehr eng aneinander gekoppelt sind und
ja, die auch da weit darüber hinaus bestehen. Und das, was ich eben auch mitgeben möchte, ist, dass diese Übertragung von digitalen Spielen ins Analoge eben sehr viele Potenziale auch für die medienpädagogische Arbeit bietet. Und damit bin ich dann jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank. Wow. Ich mache das mal hier aus dem Off. Ja, ich stehe im Publikum, genau. Und ich bin euer Mikrofonhalter. Wer hat Fragen hier an Leon? Gibt es Fragen? Meldet euch. So ein glückliches Publikum. Keine offenen Fragen. Dann gucke ich nochmal rüber zur Technik. Gibt es noch Fragen aus dem Chat oder Anmerkungen? Also genau, ich habe vorhin mitgelesen, es wurde angemerkt, dass es ein super Halloween-Live-Event auf jeden Fall ist, was du vorgestellt hast. Oh, okay. Und dann gibt es eine Frage, wo liegen eigentlich die Grenzen in solch einer Umsetzung? Also kannst du das noch so ein bisschen, die Rahmenbedingungen dazu benennen? Genau, also die Grenzen sind natürlich vor allem in diesem Fall, ist es ein Riesenprojekt. Also ich habe über ein halbes Jahr an diesen Aufgaben gesessen, immer natürlich nicht durchgängig. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die man eben betrachten muss und wo man schauen muss. Ich habe das jetzt im Rahmen meiner Masterarbeit gemacht, hatte eben auch die Zeit und auch mit der Kombination mit meiner Arbeit, mich da reinzufuchsen, diese Sachen zu machen. Und da muss man eben schauen, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen so ein Spiel rausholen, dass man eben einfache Mittel und Wege findet und Methoden, dass man eben nicht so komplexe Aufgaben macht, sondern das eben runterbricht auf diesen Umfang, den man eben machen kann. Also das würde ich sagen, ist so die größte Grenze, dass man schauen muss, dass man das richtig anpasst an die eigenen Bedürfnisse und den zeitlichen Umfang. Und dann kommt auch nochmal von Twitch, ihr müsstet quasi nächstes Jahr für das Play-Festival mal dieses Among Us Live anbieten. Ihr werdet euren Spaß daran haben. Vielen Dank für die Mitteilung. Eine halbe Etage dafür vorbereiten, im Dunkeln wie in einer Raumstation. Genau, vielleicht Leon, willst du das ja machen? Gerne. Da tauschen wir uns nochmal dazu aus. Ich frage jetzt trotzdem nochmal in die Runde, habt ihr eine Frage? Dann komme ich hier so impostermäßig auf die Bühne. Vielen Dank, Leon, ja, für den Beitrag. Ich kann nur noch mal ergänzen, also genau, geht auf ihn zu, die hier vor Ort sind. Du kannst gerne auch noch deinen Kontakt einblenden. Ja, genau. Geht auf ihn zu, kontaktiert ihn, schreibt ihm eine E-Mail, schaut euch die anderen Sachen vielleicht auch an, die ihr beim M-Team habt. Und noch ein bisschen Werbung für unser Programm. Du hast erzählt, ihr habt viel mit Makey Makey gemacht. Ja. Wer mal ein Makey Makey ausprobieren möchte, kann gerne das im Creative Gaming Studio machen. Wann das stattfindet, seht ihr im Programm. Falls ihr noch kein Programm habt, entweder geht ihr, wie ihr online seid, auf playfestival.de. Ihr dürft das natürlich hier auch machen. Könnt eure Geräte rausholen, playfestival.de. Und ich muss kurz meinen Kopf anstrengen. Morgen ist es auf jeden Fall zwischen 16 und 18:30 Uhr und die nächsten Tage auch. Am Sonntag aber auch am Vormittag. Aber guckt nochmal ganz speziell rein. Und wir haben auch noch ganz viele tolle andere Angebote. Also Makey Makey ausprobieren, Creative Gaming Studio. Vielen Dank, Leon. Gerne, vielen Dank. Applaus für dich nochmal. Ja, wir haben wieder, ihr seid es gewohnt, eine ganz kleine Umbauphase und dann machen wir weiter mit Rolando Rodriguez. Okay, wir sind wieder zurück. Im Hintergrund könnt ihr sehen, wir haben ein bisschen umgebaut. Rolando ist jetzt auf der Bühne und erzählt uns etwas zum Thema, jetzt muss ich wieder in mein schlaues Handy reingucken, das kurz ausgegangen ist. Okay, also, herzlich willkommen zurück. Rolando steht schon hinter mir auf der Bühne und er erzählt uns was zu Learn How to Make Games. Lieber Rolando, die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Danke. So, hi, mein Name ist Rolando Rodriguez. Im Vorfeld, dass ich mich auf diese Präsentation vorbereitet habe gestern, bin ich wieder mit einem Thema konfrontiert worden, wie stelle ich mich vor. Das ist mir in der Vergangenheit immer schwer gefallen, immer wenn ich neue Leute kennenlerne und ich sage, ja, ich bin das und ich bin Rolando, ja. Und dann fragen sie mich immer, was machst du? Und ich muss immer gleich nachdenken, wie erkläre ich, was ich mache, weil das gar nicht so leicht ist. Ich bin jemand, der gerne vieles macht, viele neue Sachen ausprobiert, kennenlernt, sich weiterentwickelt, wo es nur geht. Und dementsprechend fällt es mir auch immer schwer zu sagen, was ich genau mache. Ich mache vieles, was ich aber jetzt hauptberuflich mache,
lässt sich vielleicht ein bisschen leichter erklären, aber für andere vielleicht auch nicht ganz so leicht erklären. Seit über 4 Jahren jetzt habe ich den Games-Bereich an der HTK Academy gegründet und seitdem leite ich es auch. Da fragt man sich natürlich, okay, was macht man, wenn man den Games-Bereich leitet? Sehr viele unterschiedliche Sachen, aber bei der HTK Academy geht es darum, Leuten natürlich beizubringen, Spiele zu machen. Wir haben 3 verschiedene Bereiche aktuell, Design, Illustration und Game Creation, und für Game Creation bin ich ja heute da. Wir sind in Hamburg, Berlin und online vertreten. Hier habt ihr so ein bisschen einen kleinen Einblick, wie es bei uns am Campus in Hamburg aussieht. Vor allem sind wir aber in den letzten Jahren sehr viel auch online gewachsen. Dazu ein bisschen später mehr. Bevor ich euch ein bisschen wirklich erkläre, was wir an der HTK machen und was wir dort anders machen als woanders, würde ich gerne erstmal ein großes Dank an das Play-Team richten. Ich habe gestern ein Foto von euch gemacht, so im Geheimen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, investiert sehr viel Zeit hier drin. Ich finde, ihr habt einen kleinen Applaus verdient für die letzten 2 Wochen, wo ihr abends sehr, sehr lange mehr hier saßen, damit das heute so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn der Strom geht, ne? Da können wir keinen Einfluss haben. Aber einen kleinen Applaus verdient ihr. Die stehen auch auf Umarmung, also wenn ihr einen über den Weg lauft, versucht es. So, jetzt zurück zur HTK Academy. Eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, wenn es um Spiele geht, ist, wie fange ich überhaupt an? Wie mache ich ein Spiel? Und eine dumme Antwort, aber die Antwort, die ich am meisten gebe, ist, einfach anfangen, ausprobieren. Und dann natürlich kommt die nächste Frage, wo fange ich an? Und da Spiele sehr komplex sind und gar nicht so einfach sind zu machen, wobei jetzt natürlich durch die Entwicklung der letzten Jahre Game Engines viel, viel zugänglicher geworden sind und viel einfacher. Und es ist viel einfacher, natürlich Spiele selbst wirklich alleine zu machen. Aber genau da setzt die HTK an. Wir bieten euch ein 3 Jahre Bootcamp an, so würde ich das betiteln. In diesen 3 Jahren lernt ihr sehr viele verschiedene Engines, ihr lernt Game Design, ihr lernt 3D-Asset-Herstellung, ihr lernt natürlich das Programmieren an sich. Vielleicht hattet ihr heute die Gelegenheit, so ein bisschen den Vortrag von Marvin zu sehen mit seinem Abschlussspiel. Er hat ja gut erklärt, wie er sein Spiel gemacht hat, dass er es natürlich auch programmiert, designt, wie auch immer alles gemacht hat und sogar die Sounds gemacht hat. Da hattet ihr so einen kleinen Sneak Peek, wie es bei uns funktioniert. Also ihr lernt wirklich von allen Bereichen der Spieleentwicklung euer Wissen erweitern. Und das Besondere bei uns ist, ihr macht Spiele wirklich alleine. Ihr macht jedes Semester ein Spiel alleine. Und ich bin davon überzeugt, dass die persönliche Entwicklung in den ersten Jahren vor allem sehr, sehr, sehr wichtig ist. Sich persönlich kennenzulernen, zu wissen, worin ist man gut, worin ist man vielleicht nicht so gut, was könnte man verbessern, was könnte man vielleicht sogar noch weiter ausbauen. Und vor allem entdecken ganz viele auch Talente, die sie vorher gar nicht wussten, die sie haben, oder Bereiche finden sie interessant, die sie vorher gar nicht wussten, dass in einem Spiel steckt. Und deswegen ist es ganz wichtig, euch wirklich persönlich zu entwickeln. Und wenn ihr die Spiele selbst alleine macht, lernt ihr sehr, sehr vieles. Von der Idee bis zu der Entwicklung. Aber auch eine Sache, die ganz viele gar nicht wissen und vernachlässigen, ist Projektmanagement. Man muss Projekte zu Ende bringen. Und Projekte zu Ende bringen ist an sich das Schwierigste an allem. Ich könnte euch meinen, wie soll ich das nennen, mein Ordner der Schande zeigen, und dabei höre ich schon eine Klingel. Ich habe sehr, sehr viele angefangene Projekte, sehr viele Projekte, die ich verworfen habe, die ich nicht zu Ende geführt habe. Aber Projekte zu Ende bringen ist, glaube ich, der Endgegner eines Kreativen. Man hat sehr, sehr viele Ideen, aber diese Ideen auch wirklich einmal komplett zu Ende bringen, rauszubringen, das ist sehr, sehr schwer. Und das ist auch ein Teil, was bei uns gelehrt wird. Nicht nur, dass man coole Ideen haben kann, sondern man muss
das Projekt, was man innerhalb eines Semesters macht, entwickelt, auch am Ende des Semesters bei itch.io releasen. Wirklich ein Release und nur der Release zählt. Also um das Semester zu bestehen, muss man auch wirklich ein fertiges Projekt haben. Natürlich sind es keine riesen Spiele, keine MMOs, die jetzt 30 Stunden oder unendlich Gameplay-Zeit haben, sondern es sind kleinere Spiele. Aber wie ich vorhin meinte, ich bin davon überzeugt, dass man persönlich sich sehr schnell entwickelt, wenn man sehr viele kleine Projekte macht, aus den Fehlern lernt, immer besser wird und wie gesagt, sich entwickelt. Das ist das Wichtigste. Nicht zu vernachlässigen ist ja natürlich die Teamarbeit. Ich habe ja die ganze Zeit davon geredet, dass man Spiele alleine macht. Ja, das ist wichtig, um sich zu entwickeln. Ich wiederhole mich. Aber Teamarbeit ist genauso wichtig. Und deswegen haben wir in unserem Programm jedes Semester eine Game Jam im Unterricht verbaut. Das heißt, eine Game Jam, die läuft bei uns eine Woche. In dieser Woche gibt es null Unterricht, sondern wirklich nur die Game Jam. Und da kann man sich konzentrieren, in Teams Aufgaben zu verteilen. Ein Thema ist natürlich ein bisschen geheim am Anfang, wird erst am Anfang der Game Jam bekannt gegeben, so wie es bei Game Jams üblich ist. Aber dort lernt man, mit Leuten zu arbeiten, die man nicht kennt, so wie es auch meistens im Alltagsleben ist oder im Berufsleben. Wenn man in ein Team reinkommt, muss man erstmal die Leute kennen und sich auch zurechtfinden mit den Aufgaben. So, und deswegen vernachlässigen wir auch diesen Teil von der Spieleentwicklung. Nicht jeder wird am Ende ein Spiel alleine machen, viele werden natürlich in Gruppen am Ende arbeiten. Das ist uns ganz wichtig. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir natürlich ein paar Köpfe dahinter haben, die Erfahrung haben, die ihr Wissen teilen wollen und können. Dazu gehören natürlich unsere Dozenten. Bei denen möchte ich mich natürlich auch bedanken. Es gibt viele Dozenten, die sehr, sehr viel Zeit auch investieren bei Fragen von unseren HTKlern. Weil wir haben eine Discord-Community, dort kann man jederzeit Feedback und Hilfe bekommen. Und die Dozenten sind oft auch da sehr aktiv und helfen, wo sie können, wenn natürlich Zeit ist. Und deswegen wollte ich mich auch gern bei denen bedanken. Wir haben sehr viele unterschiedliche Dozenten aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Von Freelancern bis Angestellte in kleinen Game-Studios oder Indie-Studios und auch in größeren Studios wie InnoGames, auch wenn die sich wahrscheinlich noch als Indie-Studio betiteln, aber das ist ein anderes Thema. Und ich komme langsam zum Ende, denn mir läuft die Zeit davon. Ich könnte euch noch lange darüber erzählen, was wir außerhalb des Unterrichts noch machen, denn Unterricht ist nicht alles, was wir machen. Wir hatten vor kurzem eine Game Night, wo wir Turniere veranstaltet haben, also da gab es auch Preise zu gewinnen. Also wir hatten Mario Kart Turnier und ein Street Fighter Turnier. Mario Kart Turnier war sehr beliebt. Wir haben in den höheren Semestern auch Studiobesuche, damit man natürlich in Kontakt mit der Industrie kommt und sich austauschen kann und Kontakte knüpfen kann und auch sehr viel natürlich Input bekommt, wie man sich bei so einer Firma bewerben könnte, was sehr wichtig ist. Und wir machen auch andere Arten von Events, die jetzt ein bisschen mehr Spaß sind. Nicht nur das Spielen, sondern auch im Unterricht, dass wir so ein VR-Experience-Day haben, wo wir wirklich nur spielen den ganzen Tag. Wir haben eine große Aula, wo wir alles aufmachen. Und VR ist immer Raum das Problem, aber dort haben wir wirklich sehr, sehr viel Platz. Und dort kann man sich ein bisschen austoben. So, ich bin eigentlich durch mit meinem Inhalt. Ich würde euch aber gerne noch ein bisschen Einblick darüber geben, was im letzten Semester bei uns entstanden ist. Und dazu würde ich noch einen Trailer abspielen.
Vielen Dank. Ja, lieber Rolando, vielen Dank für deinen Input, vielen Dank für diesen Trailer auch zum Abschluss. Habt ihr Fragen an Rolando? Ich habe gerade im Twitch-Chat geguckt, da gab es gerade keine Frage. Dann frage ich dich. Ja. Wir haben gesehen, ihr habt unterschiedliche Standorte. Genau, wir haben Hamburg, Berlin und online. Und das Besondere an den Standorten ist eigentlich, dass wir den gleichen Content überall mit gleicher Qualität liefern, auch online. Und das auch vom Staat gefördert, auch online. Das heißt, Schüler-BAföG, also die Schule ist Schüler-BAföG anerkannt. Das heißt, wir dürfen diese Ausbildung auch Leuten anbieten, die sich das normalerweise nicht leisten können. Bei Schüler-BAföG muss man nicht zurückzahlen. Und das auch für online, was ganz Besonderes ist. Ab wann kann ich anfangen bei euch? Welchen Schulabschluss benötige ich? Im Normalfall Realschulabschluss und immer März oder September sind so die Startpunkte. Okay, okay. Genau, ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Macht ihr auch den Game Jam online, weil du gemeint hast, alle Kurse gibt es auch online? Genau, wir machen die Game Jam online, damit natürlich Hamburg, Berlin und online zusammen jammen können. Cool, cool. Also das ist doch noch mal eine ganz gute Information. Wenn ihr draußen an dem Bildschirm in Twitch jetzt interessiert seid, meldet euch bei der HTK. Hier im Jupiter könnt ihr auch gerne immer jederzeit auf Rolando zukommen. Ich sage auch nochmal vielen Dank für deinen Beitrag und auch vielen Dank, dass du bei uns natürlich auch mitgeholfen hast, das darf man auch nicht vergessen. Das hat uns sehr, macht uns eine große Freude. Und genau, Applaus nochmal für dich. Du bist ja auch noch ein paar Tage da, genau. Man kann im Jupiter, wie gesagt, vorbeikommen, mit dir sprechen. Und wir machen jetzt auch gleich nochmal eine kleine Umbaupause, bleibt gerne beim Twitch-Kanal einfach online. Hier im Jupiter bekommt es ja mit, wenn der nächste Speaker an Bord ist. Das wird gleich Uli Tausend sein und dann werden wir das Ganze auf Englisch machen. Next few minutes, we prepare the stage for Uli Tausend and then we switch over to English. Stay tuned. See you later. Okay, herzlich willkommen zurück. Welcome back at Play23 and hello from the PlayStage in Hamburg, here at Jupiter. I'm Heiko, coordinating the Speaker's Corner. It's the last talk right now. The year Play will take place online and on location too. If you're in Hamburg, you can also join us here in Jupiter. There you can visit the exhibition behind me with a lot of cool games. The next speech will be held in English by Uli Tausend, playing with sounds and videos, creating soap operas, and we are bringing back the Moff Beats. The stage is yours. Hello, hello, thank you. It's great to be back here. Since many years I've followed creative gaming and have been part of it even many years ago, and it's great to be back here and even present something. So. And I'm presenting something which is really dear to my heart. And I will need ideas because we're doing something new and we're bringing some app back from the dead. And if you have any ideas or whatever, could you see maybe there this info.padlet.com Ulrich1000 MoveBeats. You can put your ideas, later I'll tell you more about it there. Maybe somebody can take this and put it in the Twitch chat so people can click on it. That may be easier. So, I am Ulrich Tausend. I'm working at the JFF, the Institute for Media Education in Theory and Practice. We are mostly in Munich, but doing things all over in Germany. And I'm there since 11 years. And I have mostly, I'm working there with computer games, and I'm doing all kinds of computer games projects. What I also do is I'm on stage and I do light art. And actually, before actually doing on stage with many thousand people, here people are painting with light, I actually did it with sound.
And I haven't done a lot with sound since a long time. And the reason why I started doing more things with sound is kind of connected to the app which I'll present. And maybe I'll do more with sound when the app is back. So that's what we were talking about today, playing with sounds in videos, creating soap operas. We are bringing Move Beats back. So the thing is, I'll now switch to some other thing because I want to show you something. There it is. I'll try to maybe stop this so it's easier for me to see. Hopefully that works. Here we go. So this is actually now the Padlet I was talking about. So I will tell you a bit about what Move Beats is, and then I will tell you a bit what we want to do better, and then maybe have some possible multiplicators. And if you know any people who are creative with sound, you can just put it in. This is open. Everybody should be able to work on it. So also, if you have any suggestion for improvement of what you see right now, then it's good. So what is this about? So I was working in a youth center around 14 years ago. And I and we created an audio studio. And I was running the audio studio, and I was thinking about what can I do to bring kids in to be interested in working with audio, rapping, and so on. And so I created a workshop which was called Local Beats, where we were recording sounds of the city. So for example, go to a place and hit it and see what kind of sound it make, and take these sounds and make a beat out of it. And from the beat, we created a song, and then the kids could say whatever they wanted and sing or rap whatever they wanted, unless they had to start with the name of the place. So it was saying Hasenbergl, which was the place, Hasenbergl, blah, 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 I like it, I like it, don't like it, whatever. And then again, someone else starts with Hasenbergl. So it had kind of like a structure, and it was a really cool workshop, and the kids really brought out many things about how it is to live there in this place and so on and so on. But at the end they said, this is nice, we have a nice song now, but we want to have a music video. And I thought, okay, we recorded sounds and we created music from that, but we could do the same, we could film sounds and make a video out of that. But the thing is, that's super complicated. If you've tried that, it's a lot of work trying to cut something in a way that the song structure works. And if you would change only one thing, then everything is broken. It's a mess. So, but then I found an app, and the app is called Move Beats. And that app was, back then it cost like a couple of euros, and later it wasn't even, I didn't have to pay at all. And with this app, you could record sounds and make a music video very quickly. And I'll show you an example now of a workshop, actually the first workshop I did with it. So I'll speed it up a bit because if don't have so much time is you, these little kids, and they're just running around and taking sounds and having an iPad, and with the iPad they're recording these sounds as a video and checking out like new places and playing around. They're young kids, I just showed them the app, so obviously this is very simple to use. So I skip a bit forward, and they are starting playing around with these little sound videos they have. And you see, if they press on them, there comes the sound, but you can also, what this guy tells them, you can arrange them in a way that you can create a song. And that's what he then does. So I'll stop this video and show you the resulting video. Maybe you recognize some of the things. So this video was created by these girls. It's not a musician. Okay, I helped them a bit with the structure, told them to give them some tips to do that, but it was created by them. So creating this by a camera and cutting it, that's super difficult. So it enabled them to
to just play around and play with sound and create a music video. And so I did a couple of these workshops, and then I noticed, okay, I can actually do more with it because it's so interactive. I could even use it on stage. I was asked to, there was an exhibition opening at the Deutsche Museum, which is a big museum in Munich, and they asked me to do something crazy, and I said, okay, I'll just take this app and take it to stage, and I will go on stage and tell the people how that works. I'll connect my smartphone to the projector behind me, so they will see what I do, and I explain how the app works, and I'll hit some things and make create some sounds, film some sounds, and then I tell the people, but what are the sounds you can do? And then somebody says, okay, I can do this. So I ask him, okay, one, two, three, everybody. All people do that, or clapping and so on. So I'll show you now an example, which is from a multimedia festival. On the festival, I ran around and recorded many things, but then also did the final on stage. And basically, after I recorded the sounds with them, I went from stage. 10 minutes later, after the next presentation, I went up and the video was finished. So let's check it out. So I just wanted to give you an idea what this can look like. And the thing was, I really loved this app, and many other people loved it as well, and created some really crazy videos with it. And that was nice. And at some point, there was a problem. The app stopped working. So I was like, oh, I can't export anymore. What's happening? So I contacted the designers of the app and told them that the app is not working anymore. And they were kind of like, yeah, you know, it sold, but it didn't sell so much, and so we are kind of like stopping it. And then I got on the nerve so much because I was saying there's so many educators now using this app. What can we do? And then they said, okay, how about here is the app. You can just take it and do whatever you want. And I said, okay, this is really nice. I have the source code, but I can't do that. I'm not a programmer. And so after a while, I got on the nerve so much that they said, okay, let's restart to do it. But the thing is that at the end, it was just not possible. That was actually 6 years ago. And now, this year, I again asked the designer of MoveBeats, the original designer, he's from Russia, he now lives somewhere else. Hey everyone, I'm excited to That's Paul Savage. My name is Paul Savage. I'm a software engineer and IT entrepreneur. And I was a co-founder of several projects in music, productivity, and social networking spheres. So MoveBeats was one of my really beloved projects. We created a lot of funny, crazy videos, and we had really amazing videos from our users. We launched MoveBeats back in 2011, and I would say it was a successful launch because we had more than 1 million downloads in a few months after launch, and in many countries we were top three in the music category on App Store. For some period of time, we were even number one overall in France, which was really fun. We were celebrating a lot. By the way, it was the era of iPhone 4, so you can imagine the quality of the videos it was producing. It was really bad, but still, you can like feel the vibe, feel the groove. So I think for that time, it was really cool. We enjoyed. So now we decided to relaunch MoveBeats. The main reason is that still we think the idea of making videos on the fly from the surrounding space is really cool. It's really a cool idea that you can quickly go and make a few videos and then make music out of it. That's really cool. And the second reason, like in our opinion, like what we see in the last 12 years, like there was no other app that was so intuitive and simple to like make these short videos on the fly. So we decided like we must do it. So Uli will tell you more about MoveBeats 2 and all the cool ideas that we have. And please join our closed beta testing group. Thank you, have a great day, bye bye. So this was Paul Savage, really cool guy. And going back here. So
This is now where we are. So MoveBees doesn't exist since 8 years. So we're bringing it back. We have some improvements. We will make the video resolution much better. The cameras are much better. The smartphones are much better. We'll have an arrangement panel, which may make it easier to create complex arrangements. We'll have something like a template. Maybe you know iMovie. In iMovie, you can create films, but you can also do like trailers. And the trailers just ask you for certain things, and you do it, and then it creates a film for you. So basically, it asks you, in MoveBees, it would ask you to do like something high sound like this, and maybe something like a bass, boom, and then something else. And then you've done that, and you have a prearranged template, which already gives you some kind of like drum and bass song, or maybe a house song. But you can change everything. It's just like helps you to get into this, to have more people being part of this. And there has to be a portrait role, because now everything is up and not sideways anymore for TikTok and co. So, it's really important for me that we have a free version. So it will not have all the features, but it will have enough features so you can use it in a workshop. And this will be a free version. But if you have a paid, we will have a paid version, and the paid version, there will be like more options and more possibilities to do. But it's very important for me that it's possible to use it in education, because that's one of the reasons I like this app so much. And so I have a question for you. Maybe somebody is listening and saying, this is interesting, that sounds nice. I would create something with it, or I know people who would like to support it. So if you send us, maybe you know some artist who's really creative and doing things, and if he or she has this app, maybe he or she could do something, and we might integrate it in the app when we launch it, or maybe he or she launches it at the same moment when we launch the app, and then we have like more drive because there's some cool artists putting stuff out with the app. Or maybe there's someone who is working for our foundation and says, this is an interesting thing, how to really help learning with sound and video. And so he or she wants to support it, tell us. So the link I showed you before, I'll show it to you again. And that's basically it. And I'm Ulrich1000 in most of the social media places. This is the link. Maybe somebody has some idea and wants to get back to us. That's all for me right now. I think like in half a year or so, we might have an app. Let's see if we manage to do so. Thank you very much, and have a rest of a nice day with the program here at the Play Festival. Yeah, thank you very much, Ulrich. I've seen no questions at the Twitch chat, but maybe there was about 30 people watching it. Maybe there come some mails or messages to you. I will send you a message, because I really love the MoveBees app. So it's really nice to hear that it will go on. And yeah, any questions here around? I don't think so right now. But yeah, thank you once again very much. Thank you. It was a great pleasure to follow the speeches today, your speech also. And unfortunately, the time is up with the speaker's corner right now. In a few minutes, the program continues with the Halloween night. So stay tuned on Twitch, stay tuned here at Jupiter. And the next speaker's corner will continue on Saturday, 4th of November, also in English, the English version. So you all are invited to watch again in Twitch channel from Odd Nina. Thank you very much, Odd Nina, for streaming support. And yeah, that's it for today with the speaker's corner. Stay tuned here, and the Halloween night, sorry for that, will continue in a few minutes. Bye. Bye-bye.